In Jenny LeClue geht es um Jenny LeClue, wer hätte es gedacht? Und sie ist angehende Detektivin. Sie ist eigentlich noch ein Kind, so wir schätzen so um die 11 vielleicht. Und ihre Mutter ist aber Lehrerin in einer quasi Detektivschule. Also es gibt so Detektivkurse, wo Leute quasi ausgebildet werden, Detektive zu werden. Das war ziemlich viel quasi. Eigentlich geht es um den Schriftsteller, ja. Der Twist an der ganzen Sache ist, dass diese ganze Story, während wir sie spielen, von einem Autoren geschrieben wird. Und dieser Autor, der wurde kritisiert von seinem Verlag, dass seine Bücher zu unspannend sind, weil eigentlich nie jemand drin stirbt. Und er sagt aber, Jenny LeClues Welt ist so friedlich und schön, da kann man doch nicht einfach irgendwen ermorden oder so. Es kann doch nicht so schlimme Fälle dort geben. Und weigert sich so ein bisschen dagegen. Aber er wird so sehr provoziert, dass er irgendwann dann doch entscheidet, okay, wir bringen jetzt wen um. Und tatsächlich hat er das jetzt getan. Er hat nämlich den Schulleiter umgebracht, den Universitätsleiter, den Dekan. Und das Schlimmste darin ist, dass die Hauptverdächtige aktuell unsere Mutter ist. Also die Mutter von Jenny, die ja eigentlich sogar Detektivlehrerin ist. Und sie ist jetzt aber gerade im Gefängnis, weil sie eben verdächtigt wird, diesen Mord begangen zu haben. Dementsprechend müssen wir jetzt natürlich als Tochter sie da irgendwie rausholen und dafür sorgen, dass dieser Mordfall aufgeklärt wird. Das ist die Story. Previously on Vanny LeClue. Hallo, ich supporte meine Ehefrau mit jedem Content. Ich weiß doch, Isu. Dankeschön. Vielen lieben Dank, dass du mich supportest. Ich freue mich, wenn ich dich auch wieder supporten kann. Ich freue mich auf deine Streams. Ich wünschte, ich könnte bei dir nochmal Pain Street Killings sehen. Aber du hast es ja schon gespielt. Aber das waren mit Abstand meine liebsten Streams bei dir. Aber alle anderen sind auch toll. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder da bist. Ich habe übrigens Pain Street Killings versucht, Nanabi anzudrehen. Mal gucken, ob sie das vielleicht spielen will. In 10 Jahren streame ich es nochmal, dann haben wir alles vergessen, hoffentlich. Also ich habe auf jeden Fall versucht, das Navi anzudrehen. Mal gucken, ob sie das vielleicht spielt. Sie fand auf jeden Fall das Spiel an sich, fand sie klang auf jeden Fall spannend. Ja, es ist halt, mal gucken, ob sie das spielt. Mal gucken. Tess, ist das was für dich? Magst du Detektivspiele? Ich glaube, Tess spielt auch eher so Comfy Games oder mal League oder sowas, was auch eigentlich kompletter Kontrast ist. Aber wenn du mal ein spannendes Detektivspiel brauchst, ich hab da eins. Unmotiviert, muss morgen 6 Stunden Auto fahren, das ist echt viel. Ich drück dir die Daumen, dass du schnell durchkommst, Song, und dass du schnell ankommst. Ich hoffe, es wird nicht zu anstrengend. Genau, und jetzt sind wir übrigens gerade, wir haben uns jetzt, also wir waren eigentlich, dadurch, dass unsere Mutter im Gefängnis ist aktuell, waren wir bei Verwandten umgebracht, nämlich bei Susie, unserer Cousine scheinbar. Und wir sind jetzt aber abgehauen, weil wir natürlich den Mordfall aufklären müssen. Und sind jetzt auf dem Weg nach Hause, haben einmal den See nebenan überquert und sind jetzt auf dem Weg durch den vergessenen Wald. Und da haben wir das letzte Mal aufgehört. Mein Name gehört. Ja, Tess, ich habe gesagt, wie stehst du zu Detektivspielen? Ich hab so ein Spiel, was ich unglaublich gerne mag und ich muss es unbedingt mal wieder bei jemandem sehen, weil das ist so ein Indie-Game und das spielen relativ weniger. Pain's Creek Killings heißt das, also The Pain's Creek Killings. Und ich suche immer noch Streamer, die ich mag, die das vielleicht spielen wollen. Ja, ich habe das einer anderen Streamerin euch mal empfohlen. Aber es ist halt, also es ist halt so ein Krimi-Spiel, Detektivspiel, was ich sehr spannend finde, weil ja, man da so ein bisschen auf sich selber gestellt ist und halt wirklich detektivisch arbeiten muss, finde ich. Aber es ist halt auch nicht mal so ein, also es ist kein, in Anführungsstrichen, kurzes Spiel. Es ist, glaube ich, schon, wenn man es ohne Hilfe spielt, aber wenn du spielen würdest, ich wäre dabei, ich wäre am Start, ich würde dir natürlich auch aushelfen. Wenn man es ohne Hilfe spielt, ich habe, glaube ich, 21 Stunden dafür gebraucht, weil man echt manchmal ein bisschen lost ist, weil man wirklich viel auf sich selber gestellt ist. Aber, ja, ich fand, es war ein sehr gutes Spiel. Sehr, sehr spannend, sehr atmosphärisch. Und ich wurde immer wieder gefragt, ob es denn ein Horrorspiel sei, aber es ist kein Horrorspiel. Nur sehr spannend. Ich würde Return of Obra Dinn vorschlagen. Das wurde hier noch nicht gespielt. Ich habe das schon öfter gesehen. Ich war ein bisschen abgeschreckt von der Grafik.
Aber scheinbar findet Iso das auch gut. Und wenn du das auch empfiehlst, vielleicht muss ich das mal ausprobieren tatsächlich irgendwann. Wär mal eine Idee. Und schau es dir auf jeden Fall gerne mal an, Tess. Vielleicht ist es ja was für dich. Also es ist mein absolutes Lieblingsspiel tatsächlich. Ich habe mich direkt darin verliebt, nachdem ich das gespielt habe. Mir diese Atmosphäre und dieses Ganze hat mir so gut gefallen. Aber ich weiß nicht, ob es was für jedermann ist. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool. Aber versuch dich nicht zu spoilern, wenn du dir was davon ansiehst. Schau dir vielleicht einen offiziellen Trailer an, aber nicht mehr, weil es ist, man kann es halt nur einmal spielen. Man kann es nicht mehrmals spielen. Es ist kein Spiel, wo man irgendwie unterschiedliche Wege oder so gehen kann. Es gibt halt diesen einen Fall, den man lösen muss. Und da sollte man sich möglichst vorher nicht spoilern, sonst ist es auch ein bisschen blöd. Jennys Vorstellungskraft spielte eher Streiche. Oh, sieht sie jetzt Monster. Wovli, Hallöchen, guten Abend, wie geht's dir? In der Finsternis war jedes Geräusch eine Bedrohung. Jeder Schatten ein Monster. Aber sie war fast daheim. Ich dachte kurz wirklich, das wäre ein Monster. Nur noch ein kleines Stück. Jenny war in dem vorigen Leben eine Piratin. Vielleicht. Warum sehen diese Kristalle alle aus wie Augen? Oder sollen das Augen sein? Warum sind die überhaupt Kristalle? Ich poste es dann mal. Die Grafik ist eigen, aber die Animation deutlich spannender als in den Screenshots. Nicht davon abschrecken lassen. Ich muss es mir echt mal ansehen. Also ich habe schon mehrmals davon gelesen, dass es gut sein soll. Ich war von der Grafik, wie gesagt, abgeschreckt, aber ich kann es mir gerne nochmal ansehen, wenn ihr das empfehlen könnt. Oha. Wie sie rüber balanciert. Alleine nachts durch den Wald hätte ich auch nicht so viel Bock drauf. Oh! What happened to the bridge? Was ist mit der Brücke passiert? Wie es aussah, war Jenny in einer Sackgasse. Sie hatte keine andere Wahl, als zu Susie zu gehen und eine beruhigende Tasse heiße Schokolade zu trinken. Lieber stürze ich mich in den Tod. Der Autor will sie übrigens immer davon abbringen, diesen Fall zu lösen, weil er sagt halt, das ist alles viel zu spannend für so ein kleines Kind und sie sollte das nicht machen. Oh Gott. It was a terrifying drop to the rocks. Aber sie wehrt sich halt so ein bisschen gegen den Autoren. Das ist wahrscheinlich so ein innerer Kampf in sich selber. Die Schlucht führte ganz tief nach unten. Und sie dachte doch nicht etwa daran, einfach rüberzuspringen. Doch. Sie hatte keine andere Wahl, als eine Tasse Schoki zu trinken. Ja, echt mal. Also es gibt halt auch keine andere Wahl. Entweder jetzt hier rüberspringen oder halt eine Tasse Schokolade. Der Autor hat ihn auch umgebracht. Ich sage es euch, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich war es der Autor. Wie könnte es anders sein? Ich habe Wäsche weggeräumt, Nudeln gemacht und jetzt was für die Schule morgen weggestellt. Jetzt noch etwas Tasche packen, dann bin ich fertig für den Tag. Alles klar, Dolo. Sehr gut. Dann kannst du dich ja gleich hoffentlich zurücklehnen. Warum nicht beides gleichzeitig? Mom sagte immer, ein guter Detektiv geht kalkulierte Risiken ein. Dann wollen wir mal etwas rechnen. Chancen berechnen. Sechs Fuß. Schwer beschädigt. Die Brücke ist nicht stabil genug für einen Sprung mit Anlauf. Dazu kommt der starke Rückenwind. Meine athletischen Kräfte, oder besser gesagt, den Mangel daran. Ich würde sagen, den Sprung würde ich 2 von 3 Mal schaffen. Die Chancen stehen eigentlich gar nicht so schlecht. Die Chancen standen fürchterlich schlecht. Also dann, wird schon schief gehen. Hoffentlich nicht. Oh oh. Oh damn. Sie kam nicht mal dazu zu springen. Okay, vielleicht standen die Chancen doch nicht so gut. Dann müssen wir erstmal runter. 30% Gefahr auf. Ah. Es gab mal ein Lied, das hieß, der Mörder ist immer Gärtner. Und nach diesem Prinzip lebe ich. Das heißt, am besten keinen Gärtner einstellen und sich von Gärtnern festhalten. Verstehe, Iso. Brücke putt, Jenny tot. Hoffentlich nicht. Aber hier geht's ja noch gut. Sie schlägt sich da irgendwie durch, ne? Und so hangelte sie sich an einem baufälligen Holzgerüst entlang, nur einen Steinwurf vom sicheren Ton entfernt.
Das ist doch nichts anderes, als einen Baum hinaufzuklettern. Man darf nur nicht nach unten gucken. Nicht nach unten gucken. Das ist eine ganz schön hohe Schlucht. Ich glaube, wir sind falsch geklettert. Ich glaube, wir müssen wieder hoch. Wir kommen hier nämlich, glaube ich, nicht weiter. Damn. Reinhard May, wenn ich mich richtig erinnere. Oh. Ob die Brücke noch TÜV hat? Ich glaube nicht, Duschi. Aber ganz ehrlich, ich frage mich da halt auch immer, wer würde diese Brücke im Wald überprüfen? Was ist das eigentlich? Gras? Ich glaube, das ist so, soll so Efeu-Ranken oder so sein. Ey, das ist voll schwer zur Seite zu klettern. Ich weiß nicht, ob es an meinem Controller liegt, aber irgendwie hakelt das ein bisschen hier. Jetzt müssen wir noch dieses Gedöns hier einsammeln, was da war. Aua. Fetzen nehmen. Okay. Oh. Oh, wir haben alle Teile zusammen. Das könnte oben die Ecke sein. Oh, das ist einfach seitlich irgendwas. Vielleicht auch auf der anderen Seite. Okay, wir müssen mit einem anderen Teil anfangen. Ich möchte gerne erstmal das hier. Das wird wohl an der anderen Seite irgendwie so sein, denke ich mal. Das wird unten sein. Das hier. Aha. Das hier ist so. Das hier ist so. Und das hier muss nochmal... So. Aha. Atherton. Einfach nur eine Postkarte. Oh. Liebe Mom, im Ferienlager läuft es super. Wir haben letzte Nacht einen Ausflug zur Sternwarte gemacht. Ich habe noch nie so viele Sterne gesehen. Ricky kannte alle Sternbilder. Er ist so schlau und total süß. Und er hat meine Hand gehalten. Keine Sorge, er ist nur 2 Jahre älter als ich. Bitte erzähle Dad nichts davon. Ich vermisse euch, hab euch lieb. Als ob die Tochter der Mutter aus dem Ferienlager einfach schreiben würde, dass sie da einen Boy gefunden hat. Glaube ich ja nicht. Das halte ich ja nicht für so realistisch, dass sie direkt von ihrer Liebschaft da erzählt. Bestimmt der Efeu oder was das ist, hält doch, ist doch gut zusammen. Das werde ich dann auch bei meinem Auto machen, wenn ich den TÜV machen lasse und ein Auto habe. Vielleicht lieber nicht, Wolfi. Vielleicht lieber nicht. Springen. Ach so. Ist das der Cyberdrache? Auf dem Bild da. Nicht so genau geschaut. Hier, ne? Ich glaube, das ist ein Sterndrache, ein Sternbilddrache. Wenn sie es dem Vater das schreibt, dann holt er seine Flinte. Wahrscheinlich Time to Duel. Aber vor allem, woher ist sie sich so sicher, dass die Mutter die Postkarte liest? Weil, also außer die wohnen nicht zusammen. Weil... Hä? Geht sie nicht runter? What? Wo muss ich denn dann lang? Ich verstehe es gerade nicht. Doch hier lang? Oh, vielleicht müssen wir hier rüberspringen. Nein? So, da links ist auch noch so ein Ast. Hätten wir den runtergemusst oder was? Müssen wir wieder ganz hoch? Sind wir komplett falsch geklettert? Frill, Hallöchen. Stimmt. Dachte, wir spielen Yu-Gi-Oh! Ich habe keine Ahnung von Yu-Gi-Oh! Immer noch nicht. Ich habe noch nie richtig Yu-Gi-Oh! Gesehen. Wie geht's, Frill? Ich hoffe gut. Nee, nicht falsch. Gab ja die Postkarte. Aber das muss ja nichts heißen.
Weil, also ich muss ja, also wie soll ich, ich muss ja runterkommen. Ich will ja jetzt nicht. Hier geht's noch rüber, aber ich glaube nicht. Oder? Ist das, müssen wir hier drauf? Oh Gott. War das das Ende für, unsere kleine Heldin? Während ihre kleinen Muskeln langsam aber sicher nachgaben, erschien Jenny ein Bild vor Augen. Es war ihre Mutter, die an einem Abhang hangelte und es nicht schaffte, sich hochzuziehen. Wie sollte Jenny ihre Familie retten, wenn sie sich nicht mal selbst retten konnte? Ich darf jetzt nicht aufgeben. Mom braucht mich. Du schaffst es, Jenny! Jenny hatte Glück überlebt, aber war sie wirklich bereit für die Gefahren, die vor ihr lagen? Selbstverständlich. Es ist zu spät, umzukehren. Ins Notizbuch soll ich mal schauen, meinst du, Shiro? Und freue mich, dass es dir soweit gut geht, Frill. Mir auch, mir auch. Ich habe irgendwie noch ein bisschen empfindliche Zähne. Ich war beim Zahnarzt, aber sonst geht es mir gut. Ja, okay, das links habe ich jetzt auch gefunden, aber ich hatte das nicht gesehen, dass es da weitergeht. Das ist wie Minesweeper. Keiner weiß, wie man das spielt. Wäre fast gestorben. Die Brücke vom vergessenen Wald ist kaputt. Wie ist das passiert? Wir sind Abenteurer aktuell. Wir sind Realist, emotional und Improvisierer. Charmant, neugierig und mutig. Du bist ein unerschrockener Entdecker mit großer Vorstellungskraft, der nichts unversucht lässt. Du stehst gerne im Rampenlicht, bist aber manchmal unvorhersehbar und siehst alles als Wettstreit. Scheinbar haben wir am Ende so eine Bewertung. Das ist süß. Und wie wir es ausgewählt haben, das ist auch interessant. Aber voll, voll komisch, dass wir... Hier fehlen scheinbar zwei Sachen. Ah. Okay, daran sehen wir quasi auch, wie weit wir sind. Wir sind jetzt bei Seite 11. Also es kommen noch quasi ein bisschen so 8 Seiten ungefähr. Das heißt, wir haben ungefähr die Hälfte. Lauf, Jenny, lauf! Die fehlen bei mir auch. Wahrscheinlich, weil man sich das eine Mal so entschieden hat, ne? Es könnte daran liegen, dass sie gerade erst dem Tod... entronnen war, aber Jennys Herz klopfte wie wild in ihrer Brust. Moment mal, das ist nicht mein Herz, das ist der Kompass. CJs Kompass. Die Nadel zittert ja wie verrückt. Mhm. Mal schon Baum treten. Achso, nee, treten. Hallo, stopp, halt. Fall um! Alien, seid ihr's? Wahrscheinlich müssen wir einfach den Weg hier weiter lang, oder? Hast jetzt nur eine Seite vom Falljournal angeschaut, weil du zuerst die Kategorien gewechselt hast, anstatt die Seiten. Achso, warte, wir können noch mal kurz gucken. Das hier, ne? Ich finde das halt Seite wechseln eher. Aber die klappt das immer nur zu. Reiter wechseln. Ich weiß nicht, wie ich da hier nur die Seite wechseln. Ah, so. Das sieht ja süß aus. Ist auf jeden Fall schön gemacht, ne? Dass sie so viel da reingeschrieben und reingemalt hat. Oder die. Oh, hier sind meine Sticker leider schief gegangen. Meine Sticker. Ein guter Detektiv gibt niemals auf. Sehr süß. Ich werde das jetzt nicht alles lesen, aber es sieht sehr cute aus. Ich bin froh, es mal gesehen zu haben. Warte mal, war es das mit dem Kompass schon, oder? Hä? War da unten noch was mit dem Kompass, oder war es das schon? Nee, weil jetzt ist er wieder da. Wir müssen mal noch mal kurz schauen. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwas übersehen. Ah, guck mal. Aha.
leuchtende Felsen untersuchen. Hat der Kompass darauf gedeutet? Jenny hielt für einen Moment an und lauschte. Das Geräusch war ruhig, aber deutlich. Ein konstantes Pulsieren. Mechanisch unnatürlich. Von Menschenhand gemacht? Doch abgesehen von dem Geräusch, das von ihm ausging, war dieser Fels wie jeder andere im Wald. Verdächtig. Die dünnen Beine haben Kraft, ja. Fetzen nehmen. Was ist das? Noch ein Postkartenschnipsel. Interessant. Sonst können wir jetzt hier gerade nichts machen, ne? Jetzt soll den Postkartenschnipsel, aber weiter geht's jetzt hier scheinbar nicht. Okay, wir sollten das wohl nur mal kurz entdecken. Oder? Weil weiter geht's ja nicht. Ja, ich denke mal, der Kompass hatte darauf gedeutet, weil der verschwindet ja sonst. Und ich kann nicht mehr in die andere Richtung laufen. Das heißt, wir müssen jetzt so oder so hier hoch. Bin mal gespannt, was es damit auf sich hat. Hier können wir auch noch langlaufen. Oh. Galeriegegenstand. Ah! Okay, hier geht's nur runter. Warte, geht's hier wirklich nur runter? Okay, hier geht's nicht weiter. Na gut, dann müssen wir jetzt wohl hier hoch. Hoch. Hoch mit dir, Jenny. Wir müssen unserer Mom helfen. Hier geht's weiter und hier wieder hoch. Und schon sind wir auf der anderen Seite. Das war doch ein Kinderspiel. Für Detektive wie uns kein Problem. Die Grafik ist echt so süß gemacht, ne? Dass jetzt hier auch wie so Nebel quasi liegt. Auch so vielfältig, ne? Auch zum Beispiel, dass wir das mit dem Boot dann von oben so gesehen haben. Echt schön. GG, dankeschön. So. Spätestens ab der Kletterpassage wäre ich weg. Ja. In echt würde ich das auch niemals machen. Na? Hä? Da liegt etwas drunter. Ist da wohl. Was sind das für komische Kristalle, die an den Bäumen leuchten? Eine Luke! Jenny hatte ihre ganze Kindheit damit verbracht, die Wälder hinter ihrem Haus zu erkunden. Doch so etwas habe ich noch nie gesehen. Dann erinnert sie sich an CJs Worte. Menschen sehen nicht, wonach sie nicht suchen. Sie klopfte auf das rostige Metall. Ja, es mag klopfen, vielleicht macht ja wer auf. Hol, es ist eine Falltür. Ganz schön verrostet. Ich kann es nicht bewegen. Aber hier ist ein Sticker. Ah, hier ist aber ein Knopf. Ich dachte, eine Dekotür. Was für ein merkwürdiger Apparat. Die Kabel sind mit der Tür verbunden. Oh ja, hier ist wieder so eine Linie, die wir verbinden müssen. Okay, diesmal bewegen die sich so zusammen. Okay, interagieren. Öffnet sich die Tür? Hallo. Wir haben auch in die falsche Richtung gedreht. Na toll. Mom, hallo?
Das ist eine gruselige Treppe. Ein abgestandener metallischer Geruch erfüllte die Luft, als Jenny die Öffnung in die Öffnung spähte. Ganz schön dunkel da drin. Zu dunkel. Aber ich kann das nicht einfach unerkundet lassen. Ich muss herausfinden, wohin die Leiter führt. Und so entschied Jenny, sich blind ins Unbekannte hinabzusteigen. Es ist keine gruselige Treppe. Es ist ja keine Treppe. Oh, ich sag dazu immer Treppe, obwohl es eigentlich keine Treppe ist. Warte, können wir eigentlich auch noch hier weiter, oder? Nur mal so kurz fürs Protokoll. Nee. Für kein Geld der Welt würde ich da runtergehen. Aber wenn es um deine Mutter geht, Duschi. Für meine Mutter würde ich das tun. Mama! Ich meine, gut. Auch wenn es noch nicht ersichtlich ist, warum wir da runtergehen sollten. Was ist das? Stimmt auch wieder. Also für Geld würde ich das auch nicht machen. Aber für meine Mama. Alles für Mama. Erstmal einen roten Knopf drücken. Das war scheinbar nicht die beste Idee, die wir hatten. Hallo? That didn't sound good. Das klang nicht so gut. In ihrem ganzen kurzen Leben hatte sich Jenny LeClue noch nie an einem so sonderbaren Ort befunden. Die Stadt, die bis vor kurzem noch ein langweiliger kleiner Teich zu sein schien, war plötzlich ein Meer voller mysteriöser Möglichkeiten. Zu gleichen Teilen furchteinflößend und faszinierend. Es war einfach unglaublich. Ja, ein unglaubliches Mysterium für ihren in ihrem eigenen Hinterhof. Das mysteriöse Labor. Selbstzerstörung aktiviert. Bitte verlassen Sie das Gebiet. Genau, schnell weg. Waren einmal im Hochsaargarten, wo eine Route mit so einer Boulderwand war. Der Mitarbeiter meinte, ich sollte schon klettern. Er kann mich nicht hochziehen. Meine Betreuerin, aber ich, geben Sie schon her. Und hat mich da halb hochgezogen, die 3 Meter. Oh, wie süß. Das ist echt lieb von ihr, Dolo, dass sie dir da geholfen hat. Ich meine, ich glaube, der Mitarbeiter, der wollte dich halt motivieren, ne? Der wollte halt so sagen, komm, du schaffst das. Und die Betreuerin war so, gehen Sie weg, ich helfe dem Kind. Gebiet namens Erde. Rote Knöpfe sind zum Drücken da, ja, oder? Wofür sonst? Sieht ausgefallen aus und kaputt. Bitte geben Sie den Zugangscode ein, um zu beginnen. Zugangscode? Woher soll ich den wissen? Maschine untersuchen. Jenny wiped away a thick layer of dust. Ilkuana, ist das richtig? Hallöchen, Hallöchen. Wie geht's dir? Hi, hi. Hab ich dich richtig ausgesprochen? Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Alles gut bei dir? Jenny wischte eine dicke Staubschicht weg. Meine Güte, wie lange steht das hier schon? Und ja, Tess war vorhin auch im Chat. Ich weiß nicht, sie ist ein bisschen im Lurk, glaube ich. Sie macht noch Dinge nebenher, zockt, glaube ich, noch nebenbei. Aber schön, dass du reinschaust. Ich muss auch husten, es ist ganz schön staubig, diese Maschine. Offensichtlich wurde die Ausrüstung schon lange nicht mehr verwendet und dennoch... Das ist so futuristisch, wie in diesen Comics, die Keith immer liest. Raumschiff-Kadetten und das Rennen im Weltall. Das ist wie bei... Außerirdischen. Jetzt klinge ich schon wie CJ. Es muss eine logische Erklärung für all das geben. Wie geht's dir, Ilkuan? Ich hoffe, es ist alles gut. Die Maschine sollte mysteriös bleiben. Jenny wagt nicht, die Steuerung zu berühren. Ich drücke einfach alle Knöpfe und warte ab, was passiert. Oh, weia.
Das sieht aus, als müssen wir die drei Signale auf die gleiche Höhe bringen. Das so ein Rätsel habe ich schon mal gesehen. Was machen wir, wenn wir das hier umlegen? So, das ist schon mal gut. Tracking. Ja, guck mal, wir gehen in eine gute Richtung. Noch ein bisschen den Gain. So, aha. Ich mag dieses Rätsel sehr. Ich hatte das, ich erinnere mich dran, dass ich das in Myst tatsächlich schon mal hatte. Myst Revelation heißt es, glaube ich, oder so. Als Jenny an den Drehknöpfen herumspielte, konnte sie etwas unter dem Rauschen ausmachen. Eine Stimme. Aber was sagt sie? Hase! Hase 49! Bär 78! Wal 36, Hase 55, Wiesel 23. Es ist ein Muster. Es wiederholt sich immer wieder. Tiere und Zahlen, Tiere und Zahlen. Die Menschen aus der Zukunft haben eine komische Art zu reden. War das ein Hilfeschrei? Eine Einkaufsliste? Jemand mit einem sehr begrenzten Vokabular? Es ist ein Code. Es muss auf jeden Fall etwas Wichtiges sein. Und so notierte sie sich es in ihrem Notizbuch. Sehr gut. Mir geht es ganz gut. Viel Uni und viel Arbeit. Wie ist der Stand deiner Haut nach einigen Monaten? Ich habe ganz kurz nicht kapiert, wer du bist tatsächlich. Aber schön, dass du da bist. Hi. Danke, dass du mir auf die Sprünge geholfen hast. Ich mag die Creme. Die ist gut. Die hilft mir. Dankeschön. Gute Empfehlung. Also ich habe das Gefühl, es hilft auf jeden Fall. Ist alles ein bisschen besser. Nicht mehr so trocken. Sehr angenehm. Vielen Dank für die Empfehlung nochmal. Ich hoffe, dir geht's gut. Aber ja, viel, viel Uni und viel Arbeit. Das glaube ich dir. Das klingt ein bisschen wie immer irgendwie. Der ganz normale Wahnsinn. Schön, dass du vorbeischaust. Ich freue mich. Da steckt etwas unter der Leiter. Zettel nehmen. Es war nur ein leeres Stück Papier. Oder etwa doch nicht. Jenny glitt mit ihrem Finger über das Papier. Wir spielen hier übrigens gerade ein Detektivspiel. Und es ist sehr spannend. Wir müssen einen Mordfall aufklären und beweisen, dass unsere Mutter nichts damit zu tun hat. Hoffentlich hat sie wirklich nichts damit zu tun. Und mir geht's übrigens gut, weil du fragtest. Mir geht's gut. Ich habe aktuell Freiwoche und ja, hatte heute Morgen Zahnarzttermin, der war nicht so schön. Aber sonst geht's mir gut. Jenny glitt mit ihrem Finger über das Papier. Sie konnte fühlen, dass jemand es als Unterlage zum Schreiben benutzt hat. Ich weiß genau, was zu tun ist. Den Trick kennt man, oder? 1, 2, 3, 4. Das... Wow, das ist der Code. Es hat funktioniert. Das muss der Zugangscode sein. Das hätte ich mir ja denken können. Chat, wählt niemals 1, 2, 3, 4 als Code. Code angenommen. System autorisiert und zur Aktivierung bereit. Jaden, hallöchen, guten Abend. Vanni hat den Zahnarzt gut überstanden. Ja, ich lebe zumindest noch. Aber es war unangenehm. Und ich habe die ganze Zeit so ein komisches Gefühl in meinen Zähnen. Es wurde ein bisschen Zahnstein entfernt und das fühlt sich immer ein bisschen komisch an. Sphäre hermetisch abgeriegelt. Das ist schlecht, oder? Was passiert? Werden wir ins Weltall geschossen? Oder hallo? Magnetenwandlerspulen werden aufgeladen. Susi, wir brauchen Susi. Die muss uns erklären, was hier passiert. Rotationsphasen, Oberschwingung stabilisiert. Experiment 8, Modul 37 wird ausgeführt. Das ist Elons Rakete vielleicht? Oh no. Oh no. Wohin mit uns? Hilfe. Was geschieht hier?
Grenzwert für die radioaktive Sicherheit aufgehoben. Durchführung mit 54% Effizienz. Ab zur ISS oder zum Mars, genau. Es scheint irgendetwas durchzuführen, aber was? Denken Sie immer dran, nur ein gesunder Arbeiter ist ein effektiver Arbeiter. Bitte legen Sie Ihre obligatorische 15-minütige Raucherpause ein. Die Raucherpause hilft aber nicht, dass wir gesund bleiben. Sphärenkammer wird dekomprimiert. Okay, wir dürfen rausgehen. Sind wir jetzt schon auf dem Mars oder sind wir noch da? Aber Raucherpause schnell. Ich sollte von hier verschwinden, bevor meine Haut noch anfängt zu schmelzen. Ist nur gesund, ohne das Wort Raucher davor. Ich glaube, wir sind nicht im All, oder? In einer anderen Zeit. Vielleicht, huch, warum wird es denn so dunkel? Nein, wir sind noch genau da, wo wir eigentlich... Nein, wir sind nicht genau da, wo wir eingestiegen sind. Hier fliegen so Sachen umher. Moment. Wie wäre es mit einer Karottenpause? Karottenpause klingt gut. Mach einfach eine rauchfreie Raucherpause. Die nehme ich gerne. Ich muss gleich mal eine Toilettenpause machen. Die Felsblöcke müssen jeweils eine Tonne gewogen haben, doch sie schwebten wie Luftballons in der Luft. CJ sagte doch etwas davon, dass er UFOs im vergessenen Wald herumschweben gesehen hat. Konnte Jenny CJs wilde Geschichten endlich erklären? Ich werde einen Eimer Kaffee brauchen, um all das zu verarbeiten. Mal schauen, ob Vanni ähnlich denkt wie ich. Noch denke ich gar nichts. Jenny, weg da! Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh nee, schade, egal. Hätte ich noch was machen können? Hätte ich hier noch was machen können oder was? Habe ich was verpasst? Hätte ich mit den fliegenden Sachen noch was tun können? Aber ich glaube, auf unbehandeltem Entzug zu sein, ist ungesünder als 15 Minuten. Eine Fluppe auf dem Balkon zu zünden. Auf unbehandeltem Entzug zu sein. Ich will nicht spoilern. Ja, muss ich da nochmal reingehen oder was? Muss ich das jetzt nochmal anmachen oder wie? Nee? Okay. Hallo, jemand ins Hose. Hi, da bist du. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich glaube, es geht nicht nochmal an. Oh nein, ich habe was verpasst. Ich probiere nochmal, vielleicht kann man es ja nochmal anmachen. Das ist so gruselig, Duschi. Also, ich denke auf jeden Fall noch nichts dazu. Ich habe noch keine Theorien. Nee, tatsächlich kann man es nicht nochmal anmachen. Scheinbar. Bei mir war alles okay, anstrengender Tag, aber sonst okay. Dann wünsche ich dir jetzt einen entspannten Abend, einen entspannten Feierabend. Ich hoffe, du kannst dich jetzt zumindest ausruhen. Und ich hoffe, morgen wird es nicht mehr so anstrengend sein. Ich hoffe, es war nur heute. Okay, weiter geht's. Baumhaus betrachten. Unsere alte Festung. It didn't look like much. Es sah nicht so aus, aber dieses Baumhaus war früher Jennys und Keiths geheimer Rückzugsort. Ich konnte nie alleine hochklettern. Keith musste mir immer helfen. Dort schmiedeten sie allerlei Pläne und schworen, dass niemand sich je zwischen die beiden stellen könnte. Oh. Keith ist der beste Freund von Jenny und der Sohn des Dekans, der gestorben ist. Und da ihre Mutter scheinbar dann seinen Vater umgebracht hat, es ist eine schwierige Situation gerade. Morgen nochmal kurz anstrengend, aber dann habe ich erstmal Ruhe. Sehr gut. Bei uns hat jeder ein Recht auf seine Raucherpause, egal ob Raucher oder nicht. Aber für 10 Minuten raus in die frische Luft hat niemand was dagegen. Das ist gut.
Das finde ich besser so, Dolo. Also ich meine, dass man auf jeden Fall generell Pause machen sollte. Man sollte generell Pausen einlegen, auch Bildschirmpausen, wenn man viel am PC arbeitet zum Beispiel. Machen die wenigsten, aber man hat ein Anrecht drauf eigentlich. Keine Langeweile erlaubt. Können wir da hochspringen? Nee, scheinbar nicht. Aua. Das war nur ein Ast. Was war das? Die Polizei, no! Ich hoffe, Danny hat sich versteckt. Steven! What? Was? Did you hear that? Hast du das gehört? I'm telling you, man. Ich sag's dir doch. Not this again. Nicht das schon wieder. Something's out here. Da draußen ist irgendwas, etwas Großes. Unser Haus wird schon mal Polizei überwacht. Real big. Richtig groß. There's nothing. Da ist nichts. Aber ich habe voll das unheimliche Gefühl. Riesen-Jenny, ja. Kleine Jenny, Riesen-Jenny. Zum letzten Mal, Kevin. Die Funkübertragung ist nur für Notfälle. Der schiebt auch Paras. Oh nein, aber er sieht so ängstlich aus. Glück gehabt. Ich muss vorsichtiger sein. Das Haus war von der Polizei umstellt, doch sie kannte es wie ihre Westtasche. Wenn jemand einen Weg hineinfinden würde, dann Jenny LeClue. Jetzt auf einmal unterstützt der Autor sie wieder. Ich denke mal hier unten, oder? Der Keller war noch nicht in Sichtweite der Polizisten und daher die beste Möglichkeit für Jenny ins Haus zu gelangen. Nur ist das Fenster verschlossen und meine Ausrüstung zum Knacken von Schlössern ist im Haus. Hier ist ein offenes Fenster. Das Fenster war ein Spalt geöffnet, der Rahmen war beschädigt. Jemand ist in mein Haus gebrochen. Das sollte doch ich sein. Aber wer? Die Polizisten gingen durch die Vordertür. Wer auch immer das war, ich kann seinen Weg nehmen. Hoffentlich nicht der Mörder. Müssen wir noch weitersuchen? Um zum Kellerfenster zu gelangen, musste Jenny ganz vorsichtig an den Polizisten vorbeikriechen. Eine falsche Bewegung und das Spiel wäre für sie zu Ende. Okay, wahrscheinlich muss ich dann immer hinter dem Busch krabbeln, wenn er da... Oh, no! Hey, wer ist da? Der schnappt. Jenny musste schnell nachdenken, wenn sie nicht wie ihre Mutter im Gefängnis landen wollte. Miau. Nee, Geist! Er hat doch so Angst vor Sachen. Here goes nothing. Who is? Wer ist? Was ist das? Wow! Wir nehmen die einzige realistische Möglichkeit. Willkommen zurück, Wobbly. Manchmal braucht man sowas halt, wenn eine Lötung nicht geklappt hat oder man ewig an einem Stück hängt. Eine Pause ja auf jeden Fall, Dolo. Man muss generell auch mal die Augen einfach mal ein bisschen erfrischen, wieder mal ein bisschen in die Ferne gucken. Steven! Bitte sag mir, dass du da bist. What's up, buddy? Was gibt's, Kumpel? Es passiert schon wieder. Kevin, bitte. Ich sag's dir jetzt noch einmal. Es gibt keine. Da ist dein Geist. Wir werden alle sterben. Ach komm schon. Weißt du noch, als du das letzte Mal dachtest, du hättest einen Geist gehört? Ja. Und was war es in Wirklichkeit? Nur meinen Magen grummeln. So why don't you go inside? Also warum gehst du nicht einfach rein und schmierst dein Sandwich? Ja, das sollte ich vielleicht machen. Wow, ich kann kaum glauben, dass das funktioniert hat. Gut. Dann haben wir das wohl auch gelöst. It's me, Mario. Geister. Weißbrot. Weißbrot. Das hat definitiv jemand mit Gewalt geöffnet. Will Jenny den finsteren Keller betreten? Na klar. Ja.
Ja, Mr. Bunn hat einen richtig guten Job formuliert. In das eigene Haus einzubrechen war ein seltsames Gefühl. Aber als sie sich durch das Kellerfenster zwängte, spürte Jenny das Adrenalin in ihren Adern. Daran könnte ich mich gewöhnen, dachte sie. Oh Gott, sie liebt Adrenalin. Jenny war drin, unentdeckt. Trautes Heim, Glück allein. So, ich muss mal eine ganz kurze Pipi-Pause einlegen. Ich bin gleich wieder da. Würde mich mal interessieren, ob man das hätte schaffen können oder ob man wirklich erwischt werden muss. Also die krabbelt ziemlich langsam und die Taschenlampe hat sich sehr schnell bewegt. Ich weiß nicht, vielleicht hätte man es schaffen können. Ich denke schon, aber ich habe mich blöd angestellt. Aber gut, dass man es nicht nochmal machen muss, sondern dass sie sich eine andere Lösung einfallen haben lassen. Bis gleich, viel Erfolg. Dankeschön. Bin in 2 Minuten zurück. Bis gleich. Holt euch doch einen Snack, was zu trinken und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Es kann weitergehen. I am back. Ja, kann man schaffen. Ich wollte das auch wissen. Hab's nach dem ersten Fehlversuch neu geladen, nochmal probiert, eher aus Neugier und dann auch geschafft. Sehr gut. Sehr gut. Aber ja, ich glaube, ich bin einfach ein bisschen zu spät losgekrabbelt, losgelaufen, wie auch immer. Moment. Aufrichten. So. Weiter geht's. Ich hoffe, ihr seid auch alle zurück. Habt euch alle was geholt. Oh. Oh nein. Was zum Teufel? Wer hat das hier gelassen? Oh, ich muss noch die Musik wieder ausmachen. Moment. Die Musik muss noch wieder aus. So. Jennys Vater hatte nie einen Aktenkoffer dabei und ihre Mutter konnte sich keinen leisten. Dieser dunkle Mann da mit dem Hut, der vom Anfang, der in unter Wasser runtergedingst ist. Mal sehen, wem das gehört. Oh, wir haben keinen Zahlencode dafür. 1, 2, 3, 4. Oh. Oh, hier sind so Fingerabdrücke drauf. Nice. Sehr gut. The Hawk and the Weasel. He carries a fancy briefcase with a children's book inside. Wer trägt einen teuren Aktenkoffer mit einem Kinderbuch darin herum? The Hawk and the Weasel. Der Falke und das Wiesel. Hang on a second. Warte mal. Irgendwo hat mir das doch schon mal gesehen. Wo war das? Jenny erkannte das Buch. Sie hatte eine Kopie davon neben dem leblosen Körper des Dekans gesehen. Oh no, der Mörder. In der Bibliothek. Daran muss etwas bedeutend sein. Boah, sofort gesehen. Respekt. War das schwer? Hm.
Es ist in einer fremden Sprache geschrieben. Merkwürdig. Diese Sprache nennt man Englisch. Strange indeed. Wirklich seltsam. Aber sicher hatte es einen Sinn, der später noch klar werden sollte. Let's take a closer look. Sehen wir uns das mal genauer an. Da sind Hasen. Da oben ist so eine... Hier, ich wollte zoomen, weil da ist nämlich so ein Galeriedings. Ein Familienvater, büroangestellter Lehrer. Vielleicht. Das kommt mir bekannt vor, als ob ich das schon mal gesehen habe. Wait, no. Warte, nein! Ich habe es schon mal gehört. Über Funk im unterirdischen Labor. Stimmt, da waren so Tiere und Zahlen. Könnte eine Verbindung zwischen der kryptischen Funkmeldung und diesem Buch geben? Finden wir es heraus. Wenn ich einfach den Tieren und Zahlen folge, kann ich das sicher verstehen. Hase 49. Huch. Moment. Zoomen. Hase 49. Hase, Zeile 49. Warte mal, 32... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, soon. Okay, man, wir können auch einfach nur drüber gehen. Dann Bär ist bestimmt auf einer anderen Seite, eine andere Geschichte. Hm. Können wir wieder rauszoomen? Bär, mal gucken. Duck zockt, Hallöchen. Oder Duck zockt, wie geht's dir? Hi, hi, alles gut bei dir? Und Orchkatzel, auch hi, wie geht's? Alles gut? Der Bär. Wolf und Sheep, Hawk und Wiesel. Oh, Bär wäre hier noch gewesen. Upsi, hab ich übersehen. Ich habe nicht richtig drauf geachtet. 78, das muss relativ weit unten sein. Man könnte es zählen, aber ich bin zu faul dafür. Da, they. Soon, they. Wahl. Hier. Hm, 36. Das muss hier unten irgendwas sein. Will. Oh, ging's Julie nicht gut? Geht soweit. Mir wurde heute spontan ein Zahn gezogen. Oh nein, du warst auch beim Zahnarzt. Oh wei, das ist ja viel schlimmer als bei mir. Bei mir wurde nur Zahnstein entfernt. Oh no. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Ich hoffe, das ist gut überstanden. Gute Besserung. Oh Gott, das klingt ja furchtbar. Oh Gott, oh Gott. Hase 55. Ich muss wieder zurück. Die Steuerung. Es tut mir leid, ich bin so schlecht mit der Steuerung. 55. Soon they will all... Hoffentlich nicht die oder so Weasel. Hier ist das Weasel. Da, 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 da. Warte mal. Ach, hier. They will all listen. Wolf. 51. Listen. Relive? Soon they will all weasel. Genau. Hase 55 klingt auch wie so ein sonderbarer Kursename, stimmt. Oder wie so ein Account. So ein Habbo-Hotel-Account oder so. Hase 55. Knuddels. Hase 55. Was gab's noch alles für komische Sachen? Didel. Didel.de. Hase 55. Zurzeit ist es nur sehr normal. Hoffe, das bleibt. Von den Schmerzen her meinst du, ich hoffe auch. Ich drücke die Daumen. Gut, dass du das überstanden hast schon mal. Der Bär nochmal. 8. Carrot Cake. There. Soon they will all listen, relive their Falke. Hawk. Mm, 30. Rancid? Das kenne ich nicht, das Wort. Hase 21.
Hier oben passt. Soon they will all listen, relive their rancid past. Was heißt denn rancid? Kann ich nicht das vorstellen. Bald werden sie alle zuhören, ihre widerliche Vergangenheit wiedererleben. Widerliche Vergangenheit, wobei. Die Nachricht las ich wie eine Drohung. Aber von wem? Ah, ranzig, okay. Könnte es sein, dass das eine Nachricht vom Mörder des Dekans ist? Oh nein, versteck dich. Schauen wir uns das mal an. Jemand überträgt eine unheimliche Nachricht in Code, die in einem verlassenen Labor, das im Wald versteckt ist, über Funk empfangen wird. Das Geheimnis, um diese Nachricht zu entschlüsseln, ist in ein Kinderbuch geschrieben, das im Aktenkoffer eines Fremden in meinem Keller eingeschlossen war. Also es geht um Zeitreisen. All das war wahr. Und trotzdem klingt es nicht weniger verrückt. Aber nicht alle Geheimnisse konnten im Handumdrehen gelöst werden. Manchmal musste man Fragen langsam durchsickern lassen, wie eine gute Tasse Kaffee. Erst dann würden die Antworten klar. Ich glaube, ich lasse es noch etwas kochen. Aber im Moment muss ich in mein Zimmer und meine Detektivausrüstung finden. Ich glaube, es geht um Zeitreise. Die wollen irgendwie das. Also es sind Leute aus der Zukunft. Oh Mist! Hey! Was machst du denn da? Ach, nichts. Ich suche nur noch mehr Bier. Oh, no. Make yourselves at home, why don't you? Fühlt euch wie zu Hause, warum auch nicht? Vergiss es, hinten im Kühlschrank ist noch mehr. They better not eat my cookies. Ich hoffe, sie essen meine Kekse nicht. Jackpot. They got cookies. Sie haben sogar Kekse. Jackpot. Hey. Hey, haben wir hier unten schon nachgesehen? Du verlierst dein Kartenspiel und plötzlich willst du das Haus durchsuchen. Du wirst mit dem Druck nicht fertig, oder? Das, Sir, ist eine Kriegserklärung. Willst du deinen Worten auch Taten folgen lassen? Ja, die hat richtig Glück, Dushi. Oh Mann, hoffentlich kommt sie irgendwie nach oben. Mal sehen, sagte er, während ich gemütlich meinen Kaffee stifte. Um diese Uhrzeit trinkst du Kaffee, Mimo. Mimo, es ist ganz schön spät für Kaffee, muss ich schon sagen. Es ist keine gute Uhrzeit für Kaffee. Aber lass es dir trotzdem schmecken. Wenn die Kekse nehmen, ist das zu viel. Ja, oder irgendwann hört der Spaß auch auf. Da hast du recht. Die Top-Ermittler Arthurtons, allesamt. Es war nicht möglich, dass Jenny ihr Schlafzimmer erreichte, ohne von der Polizei erwischt zu werden. Was bedeutet, dass ich meine Detektivausrüstung nicht holen kann. Großartig. This was a basement. Aber das war ein Keller, eine wahre Fundgrube alter Besitztümer. Etwas würde sich sicherheitsnützlich erweisen. Mag es sein? Aber ich kann nicht sehen. Dann werfen wir mal etwas Licht auf die Situation. Du willst jetzt Licht anmachen, obwohl die gerade bei dir im Keller waren? Ein bisschen gefährlich. Fati, Hallöchen, wie geht's dir? Kaffee wirkt bei mir eh nicht. Außerdem mache ich heute, glaube ich, wieder die Nacht durch. Das klingt nicht gut. Musst du morgen nicht arbeiten? Schule oder sonst was? Und Fatih, alles gut. Ich hoffe doch. Hamha. Kellerlicht. Die Sicherung fehlt. Kiste inspizieren. In der Woche nach dem Tod von Jennys Vater packte ihre Mutter seine Sachen ein und verstaute sie im Keller. Jenny hatte sich mit ihr gestritten. Es war, als ob sie versuchen würde, ihn auszuradieren. Morgen, ja? Ja, dann solltest du nicht die Nacht durchmachen, denke ich. Schlaf ist wichtig. Ich lurke heute aber heute weiter. Alles gut, kein Problem. Viel Spaß im Lurk. Und bei mir ist soweit auch alles gut. Freut mich, dass es dir gut geht, Fatih. Wenn sie nicht sehen kann, soll sie einfach die Augen öffnen. Ja, gute Idee. Oder warum kam sie da nicht direkt drauf? Mensch. Es war, als ob sie versuchen würde, ihn auszuradieren. Aber jetzt, wo sie die Sachen sah, wieder an ihn erinnert wurde, verstand Jenny. Okay, die Sachen von ihrem Vater sind hier unten in Kissen. Weil die Mutter gerne vergessen wollte. Der Vater ist scheinbar letztes Jahr verstorben. Wurde ja auch gerade gesagt. Aber also wir wissen schon länger, dass er tot ist, aber wir wissen nicht so richtig, warum. Was da passiert ist, es wurde uns noch nicht erklärt. Wir kennen den Kontext noch nicht.
Was ist das? Hier kommen wir scheinbar nicht einfach so hoch. Schreibtisch inspizieren. Jenny, wasn't prone to sentimentality, Jenny war nicht anfällig für Sentimentalitäten, aber den Schreibtisch ihres Vaters zu sehen, das unorganisierte Durcheinander von Büchern, Fotos sowie der schwache Geruch nach Ammoniak, all das erinnerte sie daran, dass ihr Dad noch vor kurzem hier war. Also sagst du, das hat nichts miteinander zu tun, also das Durchmachen und der Kaffee? Achso, das war auf Mimo bezogen. Wieso, ich trinke so viel Kaffee, da wirkt der Koffeineffekt bei mir eh nicht mehr. Naja, aber trotzdem sollst du ja nicht durchmachen. aber ja, also zu viel Kaffee zu trinken ist auch nicht gut. Also auch wenn der Koffein so nicht mehr wirkt, ist es ja nicht gut für deinen Körper, dass er nicht mehr wirkt. Das bedeutet ja, ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber es bedeutet bestimmt nichts Gutes. Miss you, Dad. Ich vermisse dich, Dad. Mending the Molecular Bonds of Marriage. Okay, gibt noch einen Sticker. Mending the Molecular Bonds of Marriage. Die molekulare Bindung der Ehe reparieren. Oh, das klingt nicht so gut. Das klingt, als hätten die Probleme in der Ehe gehabt. Mom und Dad haben beide sehr viel gearbeitet. Jenny rarely saw the two of them. Jenny sah die beiden nur selten zusammen. Aber sie haben sich bestimmt trotzdem geliebt. Das wird irgendwie nicht übersetzt. Sehr gut. Resultate der restaurativen transducive coupling experiment. Possible changes after initial phase cycling and post-dynamic quantum tunneling has transpired. Higher dimensional planes has led to a regression in phase modulation of radio frequency spectra. Okay, irgendwelches wissenschaftliches Krams, was ich nicht verstehe. Ich wollte es nicht verlassen. Halt, stopp. Irgendwann müssen sie sich so sehr geliebt haben, dass Jenny entstanden ist. Ja, eben. Außerdem, also, keine Ahnung, wenn er so ein Buch liest, dann heißt es ja, ihm liegt was an der Ehe. Das war vor Jahren. Ich sehe aus wie ein Kind. Einer der seltenen Fälle, in denen Dad kein albernes Gesicht machte. Er pflegte zu sagen, ernste Menschen machen ernste Fehler. Wir nehmen das Foto mit. Ich brauche das gleich später. Familienfoto. Ich weiß, dass sie davon geträumt hatte, von dem Familienfoto. Also als sie diesen krass dramatischen Albtraum hatte, bevor sie bei Susie aufgewacht ist, hat sie von diesem Familienfoto geträumt, meine ich. Quantum Tunneling and Adaptive Spectral Optics. Tunneleffekt und adaptive Spektraloptik. Was auch sonst. Klingt ja unheimlich fesselnd. Dad war so ein Nerd. Leitfaden der faszinierenden Flora. Geschrieben von Weiss, Felding und Strawsberry? Das ist der Dekan, also der Schulleiter. Der Dekan hat dieses Buch geschrieben? Ein Buch über Natur. Huh. Ist da noch was? Hier ist noch dieser Zettel. Father, fantastic, thoughtful, earnest. Was heißt nochmal earnest? Bewegen, rotieren. Heute liebe ich dich ein Molekül mehr als Mom. Oh, wie süß. Von Jenny. PS, du hast mir versprochen, dieses Wochenende mit mir Donuts zu essen. Nicht vergessen. Oh. Ah, stimmt. Ehrlich. Ja, ihr habt recht. Ich glaube, es heißt ehrlich. Also was in der Art wie ehrlich. Danke. Aber wie süß dieser Spruch. Außerdem habe ich heute meine Daily Gadgets noch nicht gemacht. Ja, also... Honkai habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt wieder. Ich kam noch nicht dazu. Ernest ist auch ehrlich, ja. Ernest ist, glaube ich, auch nochmal, hat nochmal so eine ganz noch so ein anderes Wort, aber mir fällt es nicht ein. Dieses eine Reagenzglas sieht wie vor kurzem verwendet aus. Die anderen sind von Staub bedeckt. Ich habe das Gefühl, ich muss gehen, weil ich irgendwie... Also ich glaube, hier ist keine schlechte Luft drin, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist wenig Luft. Eine kleine Pfütze aus Flüssigkeit hat sich auf dem Schreibtisch angesammelt. Sieht frisch aus. Immer noch klebrig. Das ist seltsam. Sehr seltsam. Achso, das ist hoch? Aha. So, so.
Fenster vielleicht mal kippen? Nee, will ich nicht wegen den Nachbarn leider beim Streamen. Das ist das immer ein bisschen blöd. Guck mal, hier können wir die Schubladen noch aufmachen. Was ist hier? Schuhschein. Und was ist da noch? Laborexplosion erschüttert Stadt. Der Tag von Dads Unfall. Man muss ihn behalten haben. Oh, es gab einen Unfall. Hm. Infolge des Experiments im Chemielabor kam es zu einer Tragödie an der Gumboldt-Universität. Ein Unfall führte zu einer Explosion, die einen Wissenschaftler tötete und mehrere verletzte. Das war wahrscheinlich der Tod von ihrem Vater. Angesichts der potenziell tödlichen Chemikalien wurde der Bereich auf der Stelle abgesperrt. Die Ermittlungen dauern zwar noch an, doch der getötete Wissenschaftler wurde bereits als Henry Leclue identifiziert. Er wird betraut von seiner Frau Julie und seiner Tochter Jenny. Dekan Strawsbury, Leiter der Schule und Vertrauter der Leclues, hielt am Nachmittag eine Rede auf dem Campus. Was für ein tragischer und unvorhersehbarer Unfall. Henry arbeitete mit gefährlichen Chemikalien und beging wohl einen schweren Fehler. Er stand unter Stress. Menschen machen Fehler. Wir haben heute einen großartigen Freund und Nachbarn verloren. Jetzt verdächtige ich so ein bisschen was. Und zwar, vielleicht hatte der Dekan mit dem Tod von dem Vater zu tun. Und er wurde deshalb umgebracht. Also er wurde vielleicht umgebracht, weil sich jemand rächen wollte. Vielleicht sogar der Vater selber, wenn es so eine Zeitreisesache ist. Wäre aber ein bisschen crazy. Aber weil er sagte, sie werden alle an ihre Vergangenheit erinnert. Der Dekan nannte die Laborexplosion einen Unfall, aber jeder in der Stadt schien meinen Vater zu beschuldigen. Moment. Was, Wolfi? Moment. Findest du, das macht Sinn, was ich sage? Was haben wir hier? Wie soll das der Vater schaffen? Wie kann man von der Zukunft in die Vergangenheit, wenn man tot ist? Sorry. Nee, aber vielleicht ist der aus der Vergangenheit in die Zukunft gekommen oder so. Also, keine Ahnung. Irgendwie sowas Verrücktes? Keine Ahnung. Oder irgendwelche anderen Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben, die ihn mochten, die mitbekommen haben, dass der Dekan dran schuld ist, wollen jetzt quasi irgendwie was machen, damit der Dekan, also haben ja den Dekan umgebracht. Weil, vielleicht war es auch ein Versehen. Vielleicht sollte der auch gar nicht umgebracht werden. Accurate Inspections Bericht. Ich habe ihn... Das habe ich noch nie gesehen. Was haben wir? Viel Spaß im Lurk, Dolo. Bericht. Beschwerde. Am 4. Mai wurde in der Universität von anonymer Seite ein Beschwerde eingereicht. Betreffs Mangel der Laborbelüftung. Aha. Unsere Geräte sind alt und schlicht gefährlich. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass jemand zu Schaden kommt. Bearbeitung, Inspektion der Einrichtung enthüllten eine gefährliche Arbeitsumgebung. Trotz mehrerer Gutachten und Folgeinspektionen hat es die Schule konsistent nicht vermocht, Sicherheitsstandards gerecht zu werden. Okay, also das macht es auf jeden Fall etwas verdächtiger, dass irgendwas mit Strawsbury, vielleicht auch nicht der Strawsbury, weil da steht Leslie Strawsbury, vielleicht geht es auch um den Vater von dem aktuellen Strawsbury, dass der sich die Vorschriften nicht richtig eingehalten hat oder so. John Eckert, lassen Sie niemanden in dieses Labor, das ist eine Todesfalle. Empfehle sofortige Schließung der Einrichtung, bis neue Gerätschaften angefasst sind. Am 5. Oktober, zoomen. Das widerspricht dem Zeitungsartikel, der angab, dass mein Dad einen Fehler gemacht hatte. Alle in der Stadt gaben ihm die Schuld für den Unfall, aber sie lagen alle falsch. Das Labor war unsicher. Er hätte dort nicht arbeiten sollen. Der Dekan unterschrieb den Bericht. Jemand hatte die Unterschrift mit einem roten Stift eingekreist. Die Mutter wahrscheinlich. Die Mutter versucht wahrscheinlich schon all die Jahre, den Fall zu lösen und deswegen sollte sie jetzt abgeschafft werden und ins Gefängnis quasi. Könnte sein, dass das irgendwie damit zusammenhängt, dass man sie im Gefängnis sehen wollte, damit sie nicht weiter forschen kann. Er muss gewusst haben, dass das Labor unsicher war, aber er hat meinen Vater trotzdem dort arbeiten lassen? Ich bin auch noch nicht fertig mit dem Game, bin gespannt. Ja, ich auch.
5. Oktober, das war eine Woche davor. Der Unfall ihres Vaters. Jeder mit einem vernünftigen Verstand konnte es sehen. Starke Beweise, die ihre Mutter mit dem Tod des Dekans in Verbindung brachte. Oh, okay, jetzt denkt sie vielleicht wieder, die Mom hätte den Dekan umgebracht, weil er das bestätigt hat, obwohl... Also, weil er ihn da arbeiten ließ, obwohl es gefährlich war und der Vater deshalb gestorben ist. Das beweist gar nichts. Aber es war ein klares Motiv für den Mord. Rache. Meine Mom würde das niemals tun. Aber wer sonst würde das so sehen? Es muss eine Erklärung geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Wir müssen es eigentlich mitnehmen, oder? Ich darf das nicht in die falschen Hände geraten lassen. War Jenny sicher, dass sie das Richtige tat? Es war gegen jede Regel. Warum sollte sie Beweise verstecken müssen, wenn ihre Mom unschuldig war? Mom ist nicht hier, um sich zu verteidigen. Das ist ungerecht. Aber wie auch immer sie versucht, es zu rechtfertigen. Jenny wusste, dass das nicht die Wahl eines großen Detektivs war. Ich muss mir etwas Zeit verschaffen. Ich kann es mir nicht leisten, dass jemand voreilige Schlüsse zieht, bevor ich die Möglichkeiten hatte, zu ermitteln. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass das jetzt so gemeint ist. Ich dachte, mit Beweisstück mitnehmen, dass sie dann halt so einen Beweis quasi hat für sich. Oh nein, es gibt einen Teil 2 von diesem Hochzeitsbuch. Friendly Fuse. Aha, die fehlende Sicherung. Okay, wir nehmen sie mit. Noch was? Scheinbar nicht. Okay, ich glaube, das war alles. Dann machen wir doch mal die Sicherung an. Und es wurde Licht. Jenny musste schnell arbeiten, um unentdeckt zu bleiben. Wer weiß, wann sie wiederkommen. Also, wo findet man am wahrscheinlichsten eine provisorische Detektivausrüstung? In irgendwelchen Kisten? Oh, oder will sie, dass ich nochmal da hinten in die Kiste schaue? Da ist halt was oben drauf, aber da kommen wir nicht dran. Das müsste man hier irgendwie hochklettern oder so, aber... Wir können hier nicht hochklettern. Viel Spaß im Lurk, jemand ins Hose. Viel Spaß. Und viel Erfolg, wenn du was erledigen musst. Ein Lichtstrahl blickte durch die Kisten. Dahinter sind noch mehr Sachen. Ich muss nur da durch. Greifen, halten. Oh, stopp. Halten. Und ziehen. Damit können wir jetzt auch da hochklettern. So. Aha. Da sind nämlich Alien-Bilder. So, so. Kommen wir jetzt da rein? Sehr gut. Jenny's instincts had been correct. Dozens of boxes lying. Jennys Instinkte waren richtig. Dutzende von Kisten säumten die Rückwand des Kellers. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwas Nützliches, aber es dauert ewig, das alles zu durchsuchen. Also wenn die Mutter ins Gefängnis gesteckt wurde, damit sie nicht mehr am Fall des Vaters arbeiten konnte, dann muss es wohl jemanden geben, der nicht will, dass sie die Wahrheit ans Licht kommt. Ich denke auch. Aber das wäre vielleicht auch der Dekan gewesen, aber der ist tot. Also ein bisschen verwirrend ist es schon. Küche, Garten, Bücher, Kleidung, Spurensicherung. CSI Supplies. CSI-Zubehör. Das muss Moms alte Ausrüstung sein. Dann nehmen wir wohl die. Süß. Oh, da waren Sticker. Erstmal Galeriedings. Und ein Sticker. Jam. Den Marmeladensticker brauchen wir auf jeden Fall. Höchst notwendig. CSI Atherton. Ja, man kennt es. Nicht so gut wie meine, aber zumindest funktioniert sie. Ich hoffe, dass... Ja, Batterien
Ja, ich wollte gerade sagen, sie gehen hier noch? Ich glaube nicht. Mehr oder weniger. Okay. Was haben wir noch hier? Aha. Locksmith. Pick und Toolset. Sehr gut. Ein etwas zum Türen aufmachen. Ich würde schauen. Ja, wenn Jenny LeClue mitspielt, auf jeden Fall. Und etwas Buntes ganz unten in der Kiste fiel Jenny ins Auge. Ein Mantel? Sie zog es vorsichtig raus und faltete es auf. Ein Detektivmantel. Moms alte Jacke. Sie roch nach Formaldehyd und Fingerabdruckpulver. Aus ihrer Spurensicherungszeit. Also probierte sie sie an. Kein CSI Atherton ohne Jenny, ja, oder? Es muss, also wenn Jenny da keine Hauptrolle hat, dann weiß ich auch nicht. The Lockpicking Bunny. Sind wir echte Detektive? Yes. Jenny LeClue, Detektivu. Oh mein Gott, ich wollte es gerade sagen und da kommt der Titel da reingeflogen. Wow. Ich habe einfach Gedanken übertragen mit dem Spiel gehabt. Die sitzt wie angegossen. Ein riesiger, übergroßer Handschuh. Was, Handschuh? Und der riecht nach Mom. Ihre Mutter hatte sich noch nie so nah angefühlt und doch war sie so weit weg. Für die Mom eine Jacke, für Jenny ein Mantel. Cute. Aber ich glaube, damit ist generell auch Mantel gemeint, weil das, egal wie ich sitzen würde, auch bei der Mom wäre es keine Jacke. Ich werde nicht zulassen, dass sie dich mir auch noch wegnehmen. Der Vater ist also gestorben, weil das Labor unsicher war. Alle dachten, der Vater wäre schuld, aber es war ein Unfall. Genau, Dolo, genau. Schon ein bisschen sass, auf jeden Fall. Jennys Suche war abgeschlossen. Das ist nicht die beste Detektivausrüstung, aber sie wird reichen. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlte sie sich wie ein echter Detektiv. Sie musste ein schweres Verbrechen lösen. Und hatte ein wirklich tolles Outfit, das dazu passte. Oh nein, es ist noch jemand anders hier. Der Mann mit dem Mantel? Oh mein Gott. Ob er sieht, dass wir den Koffer aufgemacht haben? Er sieht, dass wir den Regenschirm umgeworfen haben. Und sieht sich um. Nimmt die Sachen und geht. Das war kein Polizist. Was wollte er in meinem Haus? Ich sollte ihm folgen. Ich würde sagen, es ist der Mörder. Oder er hat zumindest was damit zu tun. Aber ob du ihm wirklich folgen solltest, Jenny, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Darüber müssen wir nochmal reden. Ah, nee, stopp, nicht Schreibtisch inspizieren. No. Stopp. Weiterlaufen sollst du. Achso, jetzt hier hoch, bitte. Danke. War Jenny bereit, dem mysteriösen Mann in Schwarz zu folgen? Ja. Verlassen. Schnell hinterher, Chat. Schnell hinterher. Ich habe ein bisschen Hunger irgendwie. Ich muss nach dem Stream auf jeden Fall noch mal eine Kleinigkeit essen. Der Mann in Schwarz. Wer war er? Wohin ging er? Es gab nur einen Weg, es herauszufinden. Wo willst du hin, unheimlicher Mann in Schwarz? Jenny konnte nicht einfach der mysteriösen Gestalt folgen. Er wird mich sehen, wenn ich zu nah an ihm dranbleibe. Ich muss aus seiner Sichtlinie raus. Okay. Soll Alex was bestellen? Nein. Ich habe noch was da. Ich habe extra was gekauft heute zum Essen. Baumhausleiter inspizieren. Das ist mein Weg nach oben. Wenn nur Keith hier wäre, um die Leiter herunterzuziehen. Ich muss sie wohl auf die altmodische Art und Weise herunterziehen. Springen? Was ist die altmodische Weise? Stein werfen. Okay. Es gibt ein schönes. Ein Toast mit veganem Eiersalat, glaube ich. Eiersalat war es, glaube ich. Where did he come from? Where did he go? Where did he come from? Got Nigel. So weit habe ich nicht gedacht. Sehr gut, der Gecko. Sehr gut. So schnell war mein Hirn dann doch nicht.
Sticker aufheben. Neuer Sticker. Und springen. Jetzt folgen wir ihm also weiter oben. Ja, davon werde ich mir auf jeden Fall gleich noch ein, zwei Toastbrote machen und dann vielleicht noch was Kleines zum Nachtisch. Mal gucken. Sieht sie ihn überhaupt noch? Ich würde ihn von hier oben nicht mehr sehen. Und springen. Und klettern. Gratis Ohrwurm für die Häschen. Genau. Danke dir, dass du diesen Ohrwurm beigetragen hast zum heutigen Abend. Da ist er. Wie kommt er über die Brücke, ist die Frage. Springt er einfach? Die kaputte Brücke sollte ihn etwas verlangsamen. Hä? What? Wie hat er das gemacht? Sehr faszinierend. Ist er einfach gesprungen vielleicht? Vielleicht ist er so... Ah nein, müssen wir gleich vor dieser Stein weglaufen? Doch nicht. Ich dachte, der rollt vielleicht jetzt los. Teleportation, vielleicht. Oder er ist einfach gesprungen. Auch eine Möglichkeit. Er hat immer ein bisschen längere Beine als wir. Translokation. Was ist das? Einfach einen langen Schritt gemacht. Beine etwas nach vorne. Ja, echt. Der war so groß, der hätte einfach drüber spazieren können. Der Mann in Schwarz hatte den Weg nach oben eingeschlagen in Richtung Fast-Fertig-Brücke. Die Fast-Fertig-Brücke, die gute Alte. Das ist eine Sackgasse. Wieso geht er da hoch? Man kann sich auf der Brücke nirgendwo verstecken. Ich gehe runter und spioniere ihm von dort aus nach. Red Wolf, hi, wie geht's? Bei mir ist alles soweit gut. Hunger kriege ich langsam. Ich werde so gegen 21 Uhr, muss ich auf jeden Fall Schluss machen und dann noch was essen. Aber ansonsten ist alles gut bei mir. Und bei dir? Wo ist er? Was will er auf dieser Brücke? Bei Ohrwurm fällt mir seit einiger Zeit immer noch ein Song ein. Das wird schon zum Running Gag. Ich sag jetzt nicht, welcher das ist, sonst geht's schon wieder los. Oh no! Ich weiß es zum Glück nicht, welcher es ist. Dem Mann folgen? Jetzt musst du es sagen. Auch alles gut, Vorsätze und so? Sehr gut. Was heißt Vorsätze? Also was meinst du damit? Du hast hier Vorsätze gemacht, oder wie meinst du? Jenny konnte einfach auf die Brücke treten und ihre Tarnung auffliegen lassen. Achso, konnte nicht einfach. Nein, sie würde auf Distanz bleiben und sehen, was der Mann in Schwarz enthüllte, wenn er sich unbeobachtet fühlte. Wir wissen ja schon, dass er in den See geht, ne? Der Mann in Schwarz näherte sich dem Rand der unfertigen Brücke. Seine methodischen Bewegungen verunsicherten Jenny. Ich muss ihn besser sehen können. Wir müssen irgendwie zu dieser Leiter laufen. Ich werde auf die Außenseite der Brücke steigen und ihn von dort aus spionieren. Der Plan war kühn, aber leichtsinnig. Ich habe keine andere Wahl. Er ist mein einziger Hinweis. Also müssen wir schwimmen. Und somit, unerschrocken von der Gefahr, der vor ihr lag, rückte Jenny LeClue in der Jacke ihrer Mutter zur Brücke vor. Bei Man in Black muss ich an den Song von Will Smith denken. Gestern noch ein Kind, heute eine mutige Abenteurerin. Was war das denn nochmal für ein Song? Also Man in Black habe ich natürlich... Das habe ich ausnahmsweise mal gesehen. Vor langer Zeit. So lange Beine hat er jetzt aber auch nicht, oder? Doch, der hat es bestimmt geschafft. Und der steppt jetzt bestimmt gleich über die nächste Brücke auch. Über den nächsten Spalt. Wenn Vanya es sagt, dann okay, sie weiß es. Auch wenn sie es nicht weiß, dass sie es weiß. Sonst bleibt es ein Geheimnis. Du kannst es gerne... Den Duschsong? Den Duschsong oder was? Rü, rü, rü. Rü, rü, rü. Rü, 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 rü. Dusch, dusch. Sport, gesünder Essen mit Intervallfasten anfangen. Testosteron natural steigern. Mm.
Millie ist kein Song. Da musst du sagen, was du meinst, Chiro. Und mit Testosteron kenne ich mich leider nicht so gut aus, Red Wolf. Aber Hauptsache, du nimmst nicht irgendwelche Sachen, die ungesund sind für deinen Körper. Intervallfasten ist natürlich die Frage. Ich hoffe, du informierst dich über diese Themen gut genug, bevor du da irgendwas machst. Also auch Gesundheitsaspekte aus mehreren Quellen lesen. Nö? Na gut, dann verrate es nicht. Obwohl, ist aber Musik in meinen Ohren. Sehr gut. Ich knabber jetzt eine Karotte. Huch, wo ist sie? Da. Dankeschön. Yummy. Yummy. Ganz langsam. Ich will nicht, dass er mich hört, wie ich komme. Ganz langsam. Wie kann dieses Boot so leise sein? Ich glaube, es kann nicht leise sein. Nicht so leise, dass er es nicht hören würde. Einmal Barbie Girl. Tja, ich werde auf jeden Fall nicht drauf kommen im Moment auf den Ohrwurm, wenn es nicht der Duschsong war. Ah, du kannst es gerne sagen. Der Chat will es auch wissen. Ich nehme auf jeden Fall keine Medikamente, erst recht nicht ohne ärztliche Verordnung. Sehr gut, Red Wolf, sehr gut. Aber auch generell irgendwie Diät oder Fasten oder so, weg das auf jeden Fall ab, ob du das brauchst. Und mach es auch in einem gesunden Maß, weil, also, ne? Wenn du halt, also, musst du wirklich abnehmen, ist halt auch die Frage, ne? Ist das für deine Gesundheit tauglich oder nicht? Jenny schaute zum ersten Mal nach unten. Und wünschte sich umgehend, sie hätte es nicht getan. Sie schmiegte sich ganz fest an die Steinmauer. Die Kante unter ihren Füßen war schmal, gerade noch breit genug, um darauf zu stehen. Eine falsche Bewegung und... Konzentrier dich, Jenny. Perfect pitch. The hallmark of a serial killer. Wir umarmen uns und ein Küsschen gebe ich dir. Keiner ist so froh wie wir. das Kennzeichen, absolutes Gehör, das Kennzeichen eines Serienmörders. Maybe I can get a closer look. Vielleicht kann ich mir das genauer ansehen. Falle aber nicht runter, Jenny. There you are. Da bist du. Der Mann in Schwarz, überaus gruselig, Identität unbekannt, mag lange Waldspaziergänge und Kinderbücher. The brim of his hat concealed his face in shadow. Der Rand seines Huts verbarg sein Gesicht im Schatten. The man in black remained aber an enigma. Der Mann in Schwarz blieb ein Rätsel. Could be three kids in a raincoat. Soweit ich weiß, könnten es auch drei Kinder in einem Regenmantel sein. Hab leider auch einen Nährstoffmangel, weshalb ich ja jeden zweiten Tag Supplements einnehme mit Vitaminen und so. Aber das hast du beim Arzt gecheckt, dass du das hast, ja, mit dem Nährstoffmangel, weil man vertut sich da sehr schnell. Man hat nicht so viel Mangel, wie man denkt. Generell irgendwelche Zusatzstoffe, irgendwelche Nährstoffe, Vitamine, was auch immer einzunehmen, kann sogar eher schädlich sein, wenn man das nicht sicher weiß. Ein Tipp kriegst du noch. Es liegt nicht ganz so nah wie der Duschsong, aber näher als ihr denkt. Und ich habe es schon mehrmals thematisiert. Ich erinnere mich aber nicht mehr, Shiro. Also es kann sein, aber ich erinnere mich nicht an irgendwas, an irgendeinen Song. Titanic hatten wir neulich vom Titanic-Song. Mein Intro-Song. Das Intro von Tokyo Mew Mew. Das mit dem Nährstoffmangel ist bestätigt. Okay, okay. Dann ist das wohl rechtens, dass du das einnimmst. Da klingelt dein Telefon. Brr, brr. Das ist der Japanglish-Song. Den habe ich aber eher thematisiert. Wir müssen zum anderen Löchlein. Hier. Yes. Ja. No. Nein. Yes. Ja. No. Nein. Okay, wow. Gut. Wow, dieser Kerl ist eine echte Plattertasche. Yes. Ja. It's all there. Es ist alles clear hier, glasklar. Who is he talking to? Mit wem redet er? Und wo geht er hin? Was ist der Japanglish-Song?
Ich weiß nicht, ob der auch... Nee, Japanisch heißt der nicht. Aber da geht es darum, in dem Song wird thematisiert, dass im Japanischen viele englische Wörter benutzt werden, die aber nur anders ausgesprochen werden und dass Japanisch gar nicht so schwer ist. Oh. Ja. Wir bekommen eine Nachricht aus dem All. Sally begrüßt uns freundlich. Schön, dass du da bist, Sally. Ich freue mich, dich zu lesen. Hi, hi. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wo wir bei Perfektes Gehör und einem Song gepfiffen von einem Serienmörder sind. M, der Film von 1931, der pfeift der Mörder, aber in der Halle des Bergkönigs. Ich habe keine Ahnung. Aber dass du sowas weißt, wieder sehr, sehr viel gesammeltes Wissen. Dieser Japanglish-Song, das ist dieser, ich weiß nicht, ob du diesen kennst, diesen Makoro to Naruto, Kukuru to Iruto, Kitto, Katto, Tishinire no, Tadadada Hotero, 7-11 Miru. Basu, Biru, Starbucks, I'm losing my way. Oh, but where did I go? Oder irgendwie so. No, it wasn't there. Nein, ich war nicht dort. Yes, ja, das ganze Haus. Ich kenne den Hot Dog Sock. Sie muss es haben. Wonach sucht er? Natürlich. Wo? Hold on. Moment, was macht er jetzt? Hoffentlich hat er uns nicht gesehen. Oh nein, ich habe Angst. Oh Gott, hoffentlich kein Jumpscare. Oh, ich habe Angst. Kein Jumpscare. Oh Gott. Oh nein. Where did he go? Oh Gott, ich habe Angst. Oh, nein, kein Jumpscare. Ach, das war so klar. Ein super geheimes Spionageversteck? Okay, er hat uns nicht entdeckt. Und den empfinde ich als ziemlich creepy und cringe, diesen Song. Genau, einfach McDonald. Ich kann nicht hören, was er sagt. Also wieder durchs andere Loch schauen vielleicht. Yes. Ja, I'll take care of ich kümmere mich um sie. Tonight. Heute Nacht. They change shifts at sie wechseln um 4 die Schichten. Yes. Ja, it's all here. Ist alles hier. I have to see what's on that paper. Ich muss herausfinden, was auf dem Papier ist. Yes. Ja, the biggest cross. Des größten Kreuzes. I know. Ich weiß. Ich empfinde den hier als recht zweidimensional. Ja, in der Tat. Zweidimensional ist der wohl wirklich. Gibt es noch ein Lächeln? Oh, hier ist noch ein Sticker. Schichtwechsel. Ha. Er zerstört Beweise. Ah nein, und wir werden sie nicht finden. Oh no. Die Beweise. Waren die Postkarten dann auch Beweise? I have to get down there before it's lost for good. Ich muss da runter, bevor es für immer verloren ist. She was only distracted for a moment. Wo ist er hin? Sie war nur einen Augenblick abgelenkt, aber einen Augenblick genügte. Verdammt, wie macht er das? Hauptsache, er steht nicht plötzlich hinter uns. Okay, wir müssen schnell hier runter und die Sachen einsammeln. Ich sag das eigentlich auch nur, weil ich jetzt neulich in den Musikchannel relativ viel von dem dazugehörigen Werk reingepostet habe. Ah, okay. Ich hatte es, glaube ich, nicht gesehen. Aber dann ist eine gute Side-Info. Dankeschön. Und Dankeschön, Duschi, dass du den Song einmal gepostet hast, damit jeder weiß, was damit gemeint ist. Gut, dass Gehen überspielt. Ich habe gar nicht gegehen, Duschi. Niemals. Teile nehmen. Schnell. Okay, das ist kein... Oh, ich habe es zufälligerweise richtig angeordnet. Das sieht nicht richtig aus. Oh. Hier. Buried. Oh nein, irgendwas mit begraben. Biggest cross. Respect. Don't. Forget. Eigentlich glaube ich, das muss hier hin, aber... Nehmen wir erstmal das hier, das muss da oben hin.
Beyond? Ah, don't forget. So. F to pay respect. Jenny held the soggy paper delicately. Jenny hielt das feuchte Papier vorsichtig. Jenseits des gefallenen Engels, durch die zerfallenen Bögen, hinter dem hölzernen Tor, der Eingang ist dort vergraben, suche nach dem größten Kreuz, nicht vergessen, die letzte Ehre erweisen. Suchen die nach unserem vergrabenen Vater? Sie hatte nicht alle Teile gefunden, aber genug, um die Botschaft zu erkennen. Das haben wir schon gelesen. Was könnte das bedeuten? Das ist eine Wegbeschreibung zu einem geheimen Eingang. Aber ein Eingang zu was? Vielleicht ist auf der Rückseite noch mehr. Mom? Jennys Herz übersprang mehrere Schläge. Sie erinnerte sich an die Worte des schwarzen Mannes. Oh mein Gott, wollen Sie die Mutter umbringen? Ich kümmere mich heute Nacht um sie. Nein, Mom! Er wird sie... Jenny schaffte es nicht, das Wort zu sagen. Mom ist in schrecklicher Gefahr. Glücklicherweise war ihre Mutter sicher weggesperrt unter den wachsamen Augen der Polizei. Er würde niemals an ihnen vorbeikommen. Doch, beim Wechsel hat er doch gesagt. Das müsste er nicht. Diese Anweisungen führten zu einem geheimen Eingang. Eine Art, ins Gefängnis zu gelangen, ohne entdeckt zu werden. Aber wo? Auf einem Friedhof wahrscheinlich, ne? Letzte Ehre erweisen. Hä, was ist denn für dich jetzt der Hinweis? Dort vergraben. Der Eingang ist dort vergraben. Vergraben. Das Wort sprang in ihrem Gehirn wie ein Ball eines Flippers. Wo vergraben Leuten Dinge? Auf dem Friedhof. Ja, ich hab's schon lange kapiert. Mann. Dann doch nicht das Grab des Vaters, sondern... Natürlich, der Friedhof lag im gleichen Teil der Stadt wie das Gefängnis. Engel, Bögen, Kreuze auf Gräbern. Alle Merkmale eines Friedhofs. Ihre Zahnlücke ist auch so süß. Ich muss vor ihm da sein. Ich muss meine Mom retten. Das war alles schön und gut, aber selbst wenn sie recht hatte, selbst wenn sie es schaffen würde, vor dem schwarzen Mann an ihre Mutter zu gelangen, wie hole ich sie da raus? In diesem Moment hatte sie einen ziemlich beunruhigenden Gedanken. So sehr sie auch hasste, es zuzugeben, Jenny brauchte Hilfe. Sie griff in ihre Jackentasche und holte das Funkgerät raus, das Susie ihr gegeben hatte. Hoffentlich funktioniert das noch. Susie, bist du da? Jenny? Oh Gott. Gott sei Dank geht es dir gut. Was ist das für eine fürchterliche Musik? Oh, ich übe nur meinen Tanz für... den Abschlussball. Ich bereue es, gefragt zu haben. Du sagtest vorher, du wolltest... Ja? Du sagtest, du wolltest... helfen? Natürlich. Alles, was du willst, meine Freundin. Okay. Triff mich auf dem Friedhof, sofort. Auf dem Friedhof? Aber es ist fast Mitternacht. Was, wenn ich erwischt werde? Es ist dringend, Susie. Ich weiß nicht, Jenny. Ich glaube nicht, dass ich das machen kann. Inspirieren. Siehst du denn nicht, Susie? Das ist deine Chance, dich zu beweisen. Möchtest du, dass dir dein ganzes Leben von deinen Eltern vorgeschrieben wird? Nun, nein, aber... Es kommt eine Zeit, in der jede junge Frau ihren eigenen Weg einschlagen muss. Nicht mit 11. Nicht mit 11, Jenny. Aber muss das jetzt sein? Das Schicksal meiner Mutter hängt auf dem Spiel. Nur ich stehe zwischen ihr und dem Tod. Auf welcher Seite der Geschichte wirst du stehen? Hoffentlich nicht auf der Seite des Todes. Auf der guten Seite? Sehr gut. Dann triff mich so schnell wie möglich draußen vor dem Friedhof. Okay, ich werde da sein, Jenny. Ich bin gespannt, wie sie das anstellt. Huch, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz... So. Gleich so dramatisch, ja. Aber ich meine, gut, das ist so, ne? Was soll ich anziehen? Ich denke da an praktisch, aber bunt. Schwarz, bitte. Zieh dir was Schwarzes an. Bring dir nur stillen Sprengstoff. Bring nur deinen stillen Sprengstoff mit. Was? Wofür brauchst du Sprengstoff? Ich werde meiner Mom bei der Flucht aus dem Gefängnis helfen.
Wow. Direkt mit der Tür ins Haus. Was? Was soll? Bitte was? No, 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 no. Oh nein, er ist ganz betrunken. Nein, 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 nein. Ich bin ein Künstler. Ich lasse mir doch nichts vorschreiben von einem Bürohengst in einem Elfenbeinturm. Achso, da habe ich pausiert, okay. Das ist alles zu lang, zu gewalttätig, zu finster. Das sind meine Figuren. Also warum fühlt es sich so an, als würden sie sich gegen mich rebellieren? Ja, weil sie irgendwie gegen dich rebellieren, das ist so. Und ich trage dazu bei, es tut mir leid. Diese ganze Streiterei, dieses ganze Drama. Und wofür das alles? Jenny und Susie sollten an diesem Punkt beste Freundinnen sein. Sind sie doch auch fast. Vielleicht ist es an der Zeit, das zu beenden. Und zwar mit einem Happy End. Genau, setzen wir diesen ganzen Unsinn für ein und alle Mal ein Ende. Oh nein. Du hast recht, Rufus. Erst brauche ich noch einen Drink. Nein, ich glaube nicht. Bitte auf zu trinken. Wahrscheinlich müssen wir Cemetery. Ach, ich dachte, wir müssen jetzt auf Cemetery klicken oder so vielleicht. Friedhof? Zu gefährlich. Atherton soll voller Freude sein. Was passiert als nächstes? Happy End oder Friedhof? Super spaßige Überraschung. Entlastet Leser. Exotischer neuer Schauplatz. Großartige Idee. Nein, wir wollen den Friedhof. Na! Weg mit dem Happy End! Wie es aussieht, hat das Schicksal für mich entschieden. Diesmal kann es nicht so enden wie bei den anderen. Sie werden es nicht veröffentlichen. Ich muss etwas anderes schreiben, etwas Finsteres. Das ist die einzige Chance, sie zu retten. Es kann ja trotzdem ein Happy End geben, aber ein bisschen spannend. Es tut mir leid, Jenny. Du wirst bald bei deiner Mutter sein. Doch jetzt muss es erstmal der Friedhof sein. Das ist der Punkt, an dem du heute gestartet bist. Oh, okay, dann überhole ich dich jetzt ein kleines Stück, aber so lange spielen wir auch nicht mehr. War der Mann in Schwarz der wahre Mörder des Dekans? Ohne Beweise konnte Jenny sich da nicht sicher sein. Ein guter Detektiv stellte nie Spekulationen an. Spekulatius? Oh. Am wichtigsten war jetzt, ihre Mom in Sicherheit zu bringen. Und dazu würde sie den Mann in Schwarz bei seinem eigenen Spiel schlagen müssen. Ja, Wolfie, das meinte ich mit jetzt dürfen wir uns nicht... Dürfen wir uns alle verantwortlich fühlen? Oh nein, jetzt, wir haben alle es ausgewählt, okay. Das ist okay, wir haben uns dafür entschieden, den spannenden Weg zu gehen. Navi, Hallöchen, wie geht's dir? Hi, hi. Leiron, hi. Ein guter Detektiv hat Spekulatius im Haus, ja, oder? Ich finde auch. Und Spekulation, aber vor allem auch Spekulatius. Gibt es das Spiel auf Steam? Ja, und es gibt es tatsächlich sogar auch für die Switch, Sally. Es ist ein sehr cooles Spiel, ich kann es nur empfehlen. Sehr spannend. Die Ereignisse hatten sich dramatisch gewendet. In Jennys Kopf schwirrten die Fragen nur so umher. Wer ist der Mann? Der Pfad voraus war voller Gefahren. Und wie geht's dir, Leleiron? Ich hoffe, es ist alles gut bei dir. Und zum Überleben würde Jenny all ihre Tricks brauchen. One thing's for sure. Eins ist sicher. Ich werde sehr still sein müssen. Ach, frag nicht, gerade ist so viel los, dass ich eigentlich nicht mehr möchte. Oh no! Ich hoffe es... Was zum Teufel? Das war bestimmt Susi. Ich hoffe, es pendelt sich bald wieder bei dir ein, Navi. Halte durch. Versuch, alles Step für Step zu machen. Versuch, dich selber nicht damit irgendwie zu überfordern. Ich hoffe, du kriegst das hin. Nein, ich weiß, du kriegst das hin. Ich hoffe, es wird bald wieder besser. So rum eher. Aber du kriegst das auf jeden Fall hin. Gönn dir auch zwischendrin eine Pause. Das ist auch wichtig. Nein, gestartet, nicht geendet. Ich bin jetzt ein ordentliches Stück weiter, also kein Stress. Okay, dann ist ja gut. Mit Controller ist wohl die Switch-Version besser von der Steuerung. Das stimmt, aber mit dem normalen... Also ich habe jetzt auch einen Controller, da geht es auch eigentlich relativ normal. Simular-Spekulant. Spekulatius. Jetzt habe ich Hunger, Spekulatius. Aber leider ist Weihnachten noch 6 Monate weg. Und nee, 7 Monate. 7 Monate. Moment. Ist das im Spiel? Das wird schon irgendwann in so 4 Monaten. Das ist aber lang. Oh no.
halte durch. Spekulatius geht immer. Man kann ihn nur nicht kaufen und ich habe keinen mehr im Haus. Ich freue mich auf meinen ersten Japan-Tag. Allein wird das bestimmt abenteuerlich. Oh, aber allein musst du wenigstens keine Angst haben, jemanden in der Menge zu verlieren. Aber es wird bestimmt gut. Ich hoffe, es ist nicht zu voll für dich und ich hoffe, du machst dir eine schöne Zeit. Und vielleicht kannst du ja doch noch wen treffen. Vielleicht findest du ja wen, der da irgendwie hingeht oder kannst dich doch noch spontan mit wem verabreden. Und ja, du musst dein Essen nicht teilen. Das ist auch gut, ne? Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Schnee kann ich besorgen. Schnee? Aber wir wollen Spekulatius. Ja, vielleicht selber machen. Oh nein, noch ein Backtutorial mit Vanni. Sie ist positiv. Hi, im August Jenny, kannst du wieder Spekulatius kaufen. Hi Jenny, ich bin hier und ich habe Snacks mitgebracht. Ich will auch Snacks. Dies ist eine verdeckte Mission. Könntest du etwa noch mehr Aufmerksamkeit auf dich ziehen? Lauri, vielen lieben Dank für deinen Resub. Dankeschön. 10 Monate. Vielen lieben Dank. So eine lange Zeit. Danke für deinen Support. Schön, dass du schon so lange bei uns bist. Ich habe schon alle gefragt, die auch nur im Entferntesten bereit sein könnten, Zeit mit mir zu verbringen. Oh no. Dann brauchst du neue Freunde. Du brauchst neue Freunde, Leleiron. Leute, die da hingehen. Naja, aber es ist ja, also man kann ja auch, es ist ja, vielleicht ist es allein nicht so cool, aber ich bin mir sicher, du hast trotzdem eine schöne Zeit. Außerdem, also je nachdem, wie offen du bist, man kann da, glaube ich, auch sehr leicht Leute kennenlernen. Du kannst dir ein Hack-Me-Schild mitnehmen und dich in diese Hack-Me-Reihe stellen. Ich war da einmal und es gab so eine Reihe, die sich aufgestellt hat mit Leuten, die man umarmen konnte, die umarmen wollten. Vielleicht kannst du dich dafür dazustellen. Dies ist eine verdeckte Mission. Könntest du da etwa noch mehr Aufmerksamkeit auf dich ziehen? Sorry. I just wanted to get Tut mir leid, ich wollte nur so schnell wie möglich herkommen. Did you bring the explosives? Alles klar, dann viel Erfolg im Lurkner, wie du schaffst das. Halte durch. Power, power. Ich wäre eigentlich auch beim Japan-Tag gewesen, nur habe ich Bereitschaft. No, blöde Bereitschaft, echt. Vor allem, hast du es, aber wenn man es anmeldet, kannst du das nicht irgendwie anmelden, dass du da frei brauchst und dann kriegst du auch frei? Genau, Lauri, wie geht's dir? Wie war dein Abend so? Ich hoffe, du hattest einen schönen Montag. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend für dich heute. Mensch, Lauri, das ist eine verdeckte Mission. Könntest du etwa noch mehr Aufmerksamkeit auf dich ziehen? Wow. Ja, psch, das ist verdeckt, eine verdeckte Mission. Psch, psch, Chat. Hast du den Sprengstoff mitgebracht? Of course. Natürlich. Et voilà. Now remember, vergiss nicht, Sprengstoff ist unglaublich gefährlich. Yeah, thanks, ja, danke, Doktor, offensichtlich. Hopefully it'll be enough. Hoffentlich wird das reichen. Okay, I'm here. Okay, hier bin ich. Was ist so dringend, Susi? Oh nein. What is she doing here? Was macht sie denn hier? Keith, you came. Keith, du bist gekommen. Du hast ihn eingeladen? Ich dachte, es wäre eine wunderbare Gelegenheit für euch beide zu reden. Jetzt ist wohl kaum die Zeit dafür. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass zwei beste Freunde nicht mehr miteinander reden. Es ist so traurig. What's wrong with you? Hast du den Verstand verloren? Ich sollte gehen. No, Keith, nein, wait. Keith, warte. There was so much es gab so viel, was sie ihm sagen wollte. Aber sie hatte die Beerdigung des Dekans ruiniert. Keith vor der ganzen Stadt in Verlegenheit gebracht. Sie hat auf der Beerdigung scheinbar irgendwie so einen Aufstand gemacht, weil sie so traumatisiert war von der Tatsache, dass sie den Toten gesehen hatte und dass ihre Mutter vielleicht da involviert ist. Worse. Schlimmer, sie war nicht für ihn da gewesen, als es am nötigsten brauchte. Sie wollte ihm alles erzählen über den Ring des Dekans, den Mann in Schwarz und das mysteriöse Zimmer, das im Wald vergraben war. Und für 1,99 ist es echt ein gutes Angebot. Ja, würde ich echt holen. Also wenn du es noch spielen willst und jetzt nicht die ganze Zeit jeden Stream zuschaust, dann hast du ja noch viel Content, den du selber spielen kannst. But none of it would bring his father back. Nichts davon würde seinen Vater zurückbringen. Manchmal war das Richtige zu sagen am schwierigsten. Entschuldigen. Es tut mir leid. Sorry. Poor Keith. Armer Keith. Angry, grieving, wütend, trauernd, hin und her gerissen. Seine ganze Welt stand Kopf. Und es war ihm nicht möglich, sich der Person anzuvertrauen, die ihn am besten verstehen würde. Ich sollte wirklich gehen. Goodbye, Jenny. Auf Wiedersehen, Jenny.
nun, das lief anders, als ich gedacht hatte. Are you okay, Jenny? Geht es dir gut, Jenny? Wir ignorieren es. As angry as she was at Susie, egal wie wütend sie auf Susie war, Jenny wusste, dass sie sich das selbst zuzuschreiben hatte. Konzentrieren wir uns auf die vorliegende Aufgabe. Oh, schade, das wäre cool gewesen, wenn er mitgemacht hätte. Ich habe so viele Goldpunkte, dass es für mich sogar kostenlos ist. Sehr cool, Sally, sehr cool. Dann viel Spaß damit. Ich finde das Spiel sehr süß bisher auf jeden Fall. Verschlossen, ich muss einbrechen. Oder wir können einfach auf einen Erwachsenen warten und zulassen, dass der Mann in Schwarz als erster zu meiner Mom gelangt? Willst du alles sabotieren? Ich verstehe nur nicht, warum wir der Polizei nicht erzählen können, was wir wissen. Und sie regeln das dann. Weil die Polizei inkompetent ist, Susan. Ich lege das Leben meiner Mom nicht in ihre Hände. Außerdem könnte es, so viel wir wissen, ein Insider-Job sein. Jetzt halte die Augen offen, während ich das Schloss öffne. Endlich dürfen wir wieder ein Schloss knacken. Da. So. Da war's. Oh. Na? Da. Was? Wer feiert schön? Moment, halt, stopp. Wer feiert? Ach so, morgen dürft ihr den Geburtstag feiern. Ich verstehe. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß, Lauri. Gib Kuchen, yippie. Dann ganz, ganz viel Spaß schon mal, Lauri. Lasst den Kuchen schmecken. Lasst euch den Kuchen schmecken. Was für Kuchen? Ja, wichtige Frage, Duschi. Danke, dass das jemand fragt. Hoffentlich Matcha-Erdbeerrolle. Ich habe ein gutes Rezept dafür. Kommst du, Susie? In den Friedhof? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh, ja, natürlich. Ich bin nur, ich glaube, ich brauche einen Augenblick. Herausfordern. Komm schon, Susie. Was dachtest du denn, was wir hier machen würden? Ich wusste, ich hätte kein Kind um Hilfe gebeten. Technisch gesehen bin ich 3 Monate älter als du. Warte einfach hier und halte die Augen offen und funk mich an, wenn du irgendwas Verdächtiges siehst. Gute Idee. Insbesondere, wenn du einen Mann in Schwarz siehst, der einen Aktenkoffer und einen blauen Regenschirm trägt. Aktenkoffer, Regenschirm, alles klar. Woher weiß sie, dass er unbedingt den Regenschirm dabei hat und den Aktenkoffer? Ich glaube, es wurde ein Schokokuchen bestellt. Oh. Wenn ich dran denke, kommt ein Foto. Sehr gerne, Lauri, sehr gerne. Schließe die Tür hinter mir ab, damit niemand Verdacht schöpft. Ich bleibe außer Sicht weiter. Genau, ich habe eine Erdbeer-Biskuit-Rolle gemacht. Schaut euch das sehr gerne an. Duschi hat den Link reingeschickt. Ich habe ein Video dazu gemacht. Hier, vergiss den Sprengstoff nicht. Jenny, had broken in undetected. Jenny war unentdeckt eingebrochen. Sie hat gesehen, dass er die Sachen aus dem Keller mitgenommen hat. Ja, genau, aber so, warum sollte sie jetzt dabei haben? Vielleicht hat er das irgendwo abgelegt. In einem Geheimversteck oder so. Jetzt musste sie die geheime Passage finden, die ins Gefängnis führte. Ich muss einfach nur den Hinweis auf dem Foto folgen. Ich komme, um dich zu holen, Mom. Okay, wir sehen nicht, wo sie läuft, aber irgendwann sehen wir sie bestimmt wieder. Aha. Wir kommentieren jetzt mal nicht, dass die Mauer da einfach offen war. Eine Wächterin des Friedhofs wirft ihren steinernen Blick über die Grabstätte. Sie wachte über die Verstorbenen und schützt ihren friedlichen Schlaf. Wieso muss alles auf einem Friedhof immer so gruselig sein? Natürlich hatte diese Wächterin Flügel. Jenseits des gefallenen Engels. Es gibt viele Engel. Welcher ist der Gefallene? Vielleicht ist der umgefallen oder so, das wäre traurig. Strawberry Crypta. Das Strawberry Mausoleum.
Amongst the fresh flowers zwischen den frischen Blumen war eine Mitteilung. Geliebter Vater, Erzieher und Botaniker, deine Erinnerung wird für immer in unseren Herzen blühen. Don't worry, Mr. Strasbury. Bestimmt erledigt Jenny die Drecksarbeit für die bösen Leute. Nein. Achso, du meinst, dass sie das findet? Nein, nein, der weiß das bestimmt, wo das ist, wo er hin muss. Müssen wir hier hoch? Tür untersuchen. Die sieht mysteriös aus, aber sollen wir das lösen schon, das Rätsel? Können wir es überhaupt lösen? Vier Scheiben aus massivem Granit und etwas, das in ihrer was das ihr Gesicht gemeißelt was das in ihr Gesicht gemeißelt ist. Das sieht nicht richtig aus. Ich schiebe sie mal dorthin, wo sie hingehören. Aber so sehr sie es auch versuchte, die Scheiben bewegten sich nicht. Hey, du Naturtalent, die Wackerleitung ist ja voll cute gemacht und dann auch noch mit perfekter Social-Media-Stimme. Oh, dankeschön. Ich habe mir viel Mühe gegeben. Also, perfekt ist die Rolle leider nicht geworden. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, um Gottes Willen, was wird das für ein Video? Aber irgendwie ist es noch gelungen. Ich freue mich, wenn es euch gefällt. Dankeschön, Elayron. Bestimmt erledigt Jenny... Achso, das habe ich schon gelesen, sorry. Aber Jenny sprengt es ja... Und zieht die Aufmerksamkeit auf sie. Aber es ist stiller Sprengstoff, Sally. Es ist stiller Sprengstoff. Ich weiß nicht, wie der funktioniert, aber... Okay, das müssen wir bestimmt später noch machen. Ist hier noch was? Scheinbar irgendwas... Ah, hier. Ein Sticker? Nee, ein Grab. Noch ein Sticker. Okay. Doch ein Sticker. Bunny wird noch zur richtigen Vollzeit-Influencerin. Ich gebe mir Mühe. Eines Tages vielleicht. Stiller Sprengstoff ist ja verrückt, ja, oder? Unsere Freundin ist, also unsere Jetzt-Freundin, ist Wissenschaftlerin. Dads Grab besuchen. Hey, Dad. Hey, Dad. I can't stay long. Ich kann nicht lange bleiben. Mom ist in Schwierigkeiten und, naja. Jenny versuchte, tapfer zu sein. But the past few days have taken their toll. Aber die letzten paar Tage hatten... Ich muss mal was trinken. Wir trinken mal einen Schluck, Chat. Mal einen Schluck trinken. Ich habe schon lange nichts mehr getrunken. So. Ich hoffe, ihr habt auch getrunken. Trinken ist wichtig. Aber die letzten paar Tage hatten ihren Preis von unserer Heldin gefordert und schließlich strömte alles heraus. Alles bricht zusammen. Ich wollte ein echtes Rätsel, um es zu lösen, aber... So etwas hatte ich nicht erwartet. Dekan Strasbury ist tot. Alle in der Stadt denken, dass Mom ihn getötet hat und Keith will nicht mehr mit mir reden. Ich weiß nicht, wem ich vertrauen soll. Und jetzt versucht jemand, Mom zu töten. Ich muss sie retten, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wieso musstest du gehen und sterben? Das war wirklich ein mieser Zug. Ich wünschte, du wärst hier. Ja, das ist echt traurig. Ist das der gefallene Engel? Schwert inspizieren. Das Schwert sieht aus, als könnte es sich bewegen. Schwert bewegen. Ach, dann fällt der Engel um wahrscheinlich. Und dann ist er der gefallene Engel. Oh, oder nicht. Aber er zeigt jetzt wohin. Danke fürs Putt-Putt. Ich hoffe, es kam an. Hat das wer gesehen? Ich habe es leider nicht gespürt, weil ich nicht hingeschaut habe. Hat es geklappt, das Putt-Putt? Oder ist es wieder broken? Ich habe nichts gesehen. Oh no, ist es wieder kaputt? Habe jetzt nicht drauf geachtet. Wenn Sally sagt, es kam nichts, dann... Ah, guck, es ist wieder kaputt. Dann kannst du vielleicht die Punkte zurückgeben oder Dolo. Ich tue mal eben kurz. Moment. Ich versuche das mal eben zu aktualisieren. So, ich hoffe, jetzt klappt es wieder. Hoffentlich. Oh. Wo sind wir jetzt? Wo ist das Spiel? Achso, weil ich rausgeklickt habe. Ah ja, da. Ah nein, es ist kaputt. Es geht nicht. Okay, dann kann ich es aber auch, glaube ich, gerade nicht reparieren. Ich habe auf jeden Fall das nochmal aktualisiert.
Dann ist es jetzt gerade erstmal kaputt. I'm sorry. Ich weiß nicht, was da wieder falsch ist, aber irgendwie geht es gerade wieder nicht. Sorry, es tut mir leid. Triggerfire ist wieder kaputt. Ja, das kommt ja alles über Triggerfire. Deswegen, I'm sorry. Das geht dann wohl erstmal nicht. Aber gerne mal zurückgeben die Punkte und dann, ja, Leute, könnte ich mich gerade nicht patten und bonken, auch wenn ich es vielleicht bräuchte. Jetzt tun wir das Schwert wieder hochmachen, aber wir wollten es eigentlich runter machen. Nächster bitte! Das geht aber noch. Der nächste bitte. Was sollen wir mit der Hand hier machen? Ich schieb's mal ganz runter. Und danke, Dushi, fürs Punkte zurückgeben. Genau, Mats loben, dankeschön. Oh. Wir können aufeinander zeigen vielleicht. Warte mal, ich mach mal so. Vielleicht müssen die so zueinander zeigen. Ey, du! Ey, du! Nein, du. Oder du. So. Nein, du. Nein, du. Aber es ist nichts passiert, glaube ich. Oh mein Gott. Warte mal, da ist so eine Kombination über dem Tor. Oh wei. Schaut mal. Hier. Müssen die jetzt tanzen oder was? Schaut mal. Ach, hallo. Das hier. Hier, guck mal. Nach unten, nach oben. Zur Seite, nach unten, zur Seite. Okay. Dann nach unten, nach oben. Wir probieren das. Aber wie rastet man das? Oh, das wollte ich nicht. Wie rastet, also wie zeigt man, was richtig ist. Unten, oben, Seiten, unten, oben. Genau, okay, dann probieren wir mal. Erstmal nach unten. Dafür müssen wir es noch einmal rückgängig machen. Unten. Ich habe das Rätsel wohl zufällig geschafft, aber an eine andere. Oh, okay. Das ist lustig, dass du das einfach erraten hast, quasi. Unten oben, ne? So. Ja, man kann natürlich auch Try and Error machen. Aber wir haben ja gesehen. So, ist jetzt irgendwas passiert? Also, weil... Kann man jetzt irgendwas drehen vielleicht? Nee, ne? Oder muss ich jetzt erst alles machen? Ich frage mich halt, woran der merkt, dass ich die Reihenfolge richtig mache. Bei dir war es auch kein Try and Error? Okay. Ach nee, ich drücke immer falsch. Okay. Dann probieren wir das jetzt einfach den anderen nochmal. Mittlere Position. Ich hoffe, dass das so klappt. Ich frage mich, wie der das merkt. Also, dass ich das Richtige mache. Mittlere. So, gehen. Nein. So. Jetzt nach unten. Und tanzt der Night? Da tanzen die Night Fever oder was? Arm hoch, Arm runter. Feel the night fever, night fever. Da, 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 da. Unten. Und dann Mitte. Ja, das hat natürlich nicht geklappt. Scheiße. Und jetzt?
Es ist nachts, ich würde mitfeiern. Aber es war, also es ist halt so komisch. Five stone swords. Fünf Steinschwerter. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ich glaube, ich habe was anderes falsch gemacht. Zierten den merkwürdigen Eingang. Jenny versuchte, eins zu bewegen. Wow, sie sitzen alle fest. Ich kann keins davon mit der Hand bewegen. Okay. Muss ich die jetzt irgendwie... Ich weiß es nicht. Die Flügel auf den Bildern sehen irgendwie anders aus. Gibt es gleich noch einen anderen Engel? Oh, warte mal. Sind es fünf Engel? Die alle in verschiedene Positionen zeigen müssen? Lass mal kurz gucken. Vielleicht müssen wir gar nicht nur die beiden verändern. Du hast vielleicht recht, Sally. Wo geht's denn hier unten noch hin? Hier liegen die ersten Siedler von Atherton. Sie haben den Wachstum und den Wohlstand unserer großartigen Stadt beflügelt. Gräber untersuchen. The note had read, look for the biggest cross. Auf dem Hinweis stand nach dem größten Kreuz suchen, aber keines dieser Gräber hatte ein Kreuz. No matter. Perhaps there were other Egal, wahrscheinlich galt es hier, andere Geheimnisse zu finden. Zum Beispiel das hier. Willkommen zurück, Wobbly. Nochmal. Kannst du das Easter Egg finden? Ist das Easter Egg nur? Ich dachte, das wäre jetzt platzfrei zum Mietkauf. Bitte was? Einfach platzfrei zum Mietkauf. Wir haben einen Vater, Freund. Ewig in unseren Herzen. Hazel Quentock. Kevin Clark. Schräg. Kein Leben mehr. Game over. Gefangene in der Jagd. Morgen Minsky, was hochkommt, kommt doch runter. Ein toller Hund, Rocco. Wow. Benito McDonald, Kunst jetzt und in Ewigkeit am Disco. Graben tief unter dem Grund. Tut er den tiefsten Groove noch kund. Kendrick und Donna. Jerome Brown und hier ruht Aida. Bitte sagt Hallo. Okay, wir sagen Aida Hallo. Aha. Wyatt Camp. Der Plan ging nie nach sich selbst. Okay. Was? Ich habe was gefunden und habe es aus Versehen weggedrückt. Hä? Ich kann hier irgendwas machen, aber irgendwie auch nicht. Ich bin verwirrt. Was? Warum kann ich hier nichts machen? Hm. Ist das ein Bug? Wie komme ich hier wieder raus? Hallo? Ich will hier wieder raus. Oh mein Gott. Okay. Kurz im Moment der Panik. Das größte Kreuz. Ein X oder so vielleicht. Nidoking? Wow. Einer ist aber Nidoking. Was steht auf dem Grab eines Mathelehrers? Damit hat er nicht gerechnet. Wow. Kreuz. Platzfrei. Bisher hat hier keiner ein Kreuz. Hier sagt er halt immer, dass was wäre, aber ich kann hier nichts machen. Nichts machen. Wyatt Camp. Tja, das ist blöd. Vielleicht können wir das noch nicht machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht fehlt da noch was. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Engel. Okay, wir haben hier einen Engel. Zwei sind oben.
Was steht auf dem Grab eines Spanners? Er ist jetzt weg vom Fenster. Wow. Wo geht's hier hin? Hier ist noch ein Engel. Okay, zwei Engel. Da oben sind zwei Engel. Einer fehlt noch. Das ist der beim Eingang wahrscheinlich, ne? Okay, wie war nochmal die Reihenfolge? Wo musste der erste hinzeigen? Nach unten, ne? Der erste musste, glaube ich, nach unten zeigen, oder? Aber hier ist das Schwert abgebrochen. Das ist ein Problem. Oh mein Gott, Jenny ist voll außer Atem. Es tut mir leid, Jenny. Tja. Den können wir nicht verändern, weil der zu alt ist. Er sieht uns aus dem Himmel zu. Oh Gott. Unten, oben, Seite, unten. Das will ich eigentlich noch lösen, aber ich muss gleich mal Schluss machen. Ich kann mir den Riss hier noch ansehen, den habe ich noch gar nicht so genau angesehen. Ja, Riss inspizieren. Etwas drückt gegen den Stein. Es sieht aus, als könnte er jeden Augenblick einbrechen. Warum guckst du es dir nicht genauer an? Vielleicht sollten wir uns das auch nochmal genauer angucken. Bunny, die Lösung ist genau vor deiner Nase. Das ist schön, ich sehe sie nicht. Also ich muss die Höhen von den Engelschwertern wahrscheinlich einstellen, aber der eine Engel, der zeigt halt einfach nicht nach unten. Oder ist der große Engel, den man da im Vordergrund sieht, schon richtig eingestellt? Ist das schon der erste Engel? Ist der schon richtig eingestellt vielleicht? Aber bei dem konnte ich auch nichts verändern. Der hier. Der zeigt nämlich schon wohin. Aber der hat kein Schwert. Das ist Quatsch, dass der da zuzählt, oder? Tja. Das ist natürlich blöd. Oder sollte der Erste in die Mitte zeigen? Wenn der Erste in die Mitte zeigen sollte, dann wäre das ja so. Aber ich glaube, der sollte nach unten zeigen, ne? Kuro, hallöchen! Hi! Wir sind auf dem Friedhof und versuchen, ein Rätsel zu lösen. Die schwarzen Männer wollen unsere Mutter umbringen. Also die schwarz bekleideten Männer wollen unsere Mutter umbringen. Die Männer in Schwarz. The man in black und nicht die. Wobei, vielleicht. Ups, das wollte ich nicht. Ich weiß es gerade irgendwie nicht. Rätseltime. Irgendwie muss ich die Engel richtig ausrichten, aber... Müssen die einfach alle auf die Tür zeigen? Ist Mitraten erlaubt? Ja, auf jeden Fall ist Mitraten erlaubt, Alayron. Alle, die das Spiel nicht kennen, dürfen immer bei meinen Rätselgames mitraten, wenn ich spiele. Aber müssen sie auf die Tür zeigen? Ich meine, da ist ja extra dieses Rätsel über der Tür. Also über der Tür ist ja angegeben, in welche Richtung sie zeigen müssen. Da unten. Aber ich finde halt nur vier von den Engeln, die man einstellen kann. Oder ich habe irgendwie, kann noch irgendwo anders hingehen und ich habe es noch nicht entdeckt. Wie bist du eigentlich zu einem richtigen Auftrag gekommen? Hast du dich als Detektiv etabliert? Naja, also. Sagen wir haben uns einfach dazu entschieden, jetzt Detektiv zu sein.
Plötzlich wurde der Dekan, der Schul-, der Universitätsleiter der Stadt umgebracht und unsere Mutter wird beschuldigt. Also müssen wir jetzt den Fall lösen. Sonst gibt es ein Problem. Das ist so verwirrend. Oh, jetzt hier ist was. Ah, nee, ach. Ja. Hm. Geht's hier noch weiter? Nee. Geht's hinter dem Engel noch weiter? Ah, weiter ins Bisschen. Wie komme ich da rauf? Okay, guck mal, vielleicht. Galeriegegenstand nehmen. Okay, das hat nicht geholfen. Vielleicht können wir wieder einen Stein nehmen und mit dem Stein irgendwie werfen. Ach Gott, nee. Halt, hör auf. Schwert bewegen. Hm. Vielleicht brauchen wir noch einen Stein oder so. Letztes Mal haben wir einen Stein hochgeworfen, um die Leiter runterzulassen. Bin ich hier nicht weitergelaufen? Ich glaube noch nicht. Oh mein Gott, warte mal. Ist das der fünfte Engel? Ah, nee, das ist der vierte. Damn. Vielleicht sollte ich einfach mal die einstellen. Tushi, kannst du noch mal die Reihenfolge sagen? Was war das letzte? Ich bewege das jetzt einfach mal. Das letzte war, glaube ich, Seite. Ich mache es jetzt mal von der Seite einfach. Vielleicht ist es ja sogar schon richtig eingestellt, der erste. Nee, habe ich ja schon geguckt. Seite war das letzte. Dann gehen wir hoch. Ich rufe ihn mal an, Einstein. Danke. Danke, Wolfi. Danke. Dann unten. So. Dann Seite. Aber waren es wirklich drei, die in die gleiche Richtung gezeigt haben? Ich bin verwirrt. Ich glaube nicht, nämlich. Müsste eigentlich erst einer kommen, der in die andere Richtung zeigt. Und ich vermute, dass der da oben irgendwo... Oh. Dass der da oben irgendwo ist. Mist. Und jetzt? Okay, ich brauche einen Tipp-Chat. Die das schon gespielt haben. Oder wenn ihr das kennt, weil ich will nicht mehr so lange machen. Ich will jetzt gleich Schluss machen für heute. Und ich will jetzt aber nicht mitten im Rätsel aufhören. Das ist auch irgendwie ein bisschen blöd. Kleiner Tipp. Fünf Engel, die Tür ist das Ziel. Ja, das weiß ich ja schon. Aber ich habe noch keinen fünften Engel gefunden, den ich... Oder ist die Reihenfolge gar nicht so wichtig? Warte mal, ich versuche mal den jetzt nach unten zu stellen und den anderen nach oben. Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, wer... Also nur, dass die Richtung stimmt? Hm. Ich probiere es einfach mal. Wenn ich den jetzt runterstelle und den anderen nach oben, wenn er nicht schon oben ist. Du denkst zu komplex. Entschuldigung, ich bin auch Detektivin. Natürlich denke ich komplex. Cordy wäre stolz. Vielleicht muss der jetzt nach oben einfach noch zeigen. So. Das scheint nicht richtig zu sein. Vielleicht müssen ja alle auf die Tür zeigen. Das hat Lilayron auch schon gesagt, ne? Aber das zeigt halt, also... Okay. Ich meine, warte mal. Eigentlich hätte ich jetzt erstmal gucken sollen, ob das jetzt funktioniert. Ne, jetzt habe ich es wieder kaputt gemacht. Ich probiere erstmal einmal, ob es funktioniert. Aber ich würde mir erwarten, dass irgendwas klickt oder so, wenn es richtig wäre.
So wären die Engel ja jetzt ja in der Kombination, die auf dem Tür oben steht. Ich meine, warum sollten die da eine Kombination abdrucken? Wenn es nicht stimmt. Ich sag mal, ich habe den Platten mit den Engeln über der Tür gar nicht gesehen. Wow. Ja, Wolfi auch nicht. Also müssen die doch alle einfach nur zur Tür zeigen? Okay, das ist ja richtig lame. Wow. Aber zeigt der eine zur Tür? Ich weiß es nicht. Das ist schon... Also wenn das jetzt die Lösung ist, das wäre schon sad. Der zeigt schon nach unten. Ich meine, warum sind da dann die Platten, wenn man die nicht beachten muss? Ich habe mich jetzt so schlau gefühlt. Und wann genau zeigen die ungefähr auf die Tür? Das weiß ich ja auch nicht. Nein. Nein! Ich habe verklickt. Ich hasse es! Ich hasse Controller. Da steht ja nicht, in welcher Reihenfolge die Platten sind. Vermutlich zeigen die Platten nur, wann die zur Tür zeigen. Nee, aber das hat nicht geklappt. Da hätte es ja funktioniert, wenn ich die eingestellt hätte. Und ich habe das ja jetzt so eingestellt, aber das hat nicht geklappt. Die Platten passen dann doch auch, wenn man auf die gebrochenen und ganzen Flügel achtet. Das sind, glaube ich, keine gebrochenen und ganzen Flügel. Das sind, glaube ich, nur so eingeknickte Flügel, oder? Also die, wo man halt so das von der einen Seite sieht. Außerdem passen die Platten nicht, oder? Weil ich muss die ja jetzt, die hier unten sind, den hier muss ich nach oben zeigen lassen. So. Doch denke, ist so wie Leleiron schreibt. Ist das so? Wow, also nee, also dann hat es gar nichts gebracht, die zu beachten, finde ich. Nee, guck mal, jetzt müsste es eigentlich stimmen und es hat sich nichts getan. Also ich meine, ihr wisst es ja schon, ihr habt es ja schon gespielt, Wolfi und Shiro, aber es hat sich jetzt nichts getan, glaube ich. Es hat nicht geklickt oder so. Der muss gerade. Warum muss der denn gerade? Ist der auf der gleichen Ebene? Der ist doch voll weit oben. Okay. Na gut. Aha. Okay. Sehr gut. Danke, Chat. Sehr gut gelöst, Leleiron. Sehr gut gelöst. Danke. So schlaue Detektivhäschen brauchen wir hier. Aber ich finde es trotzdem scam mit den Platten. Ich war so stolz, dass ich die gesehen habe und sie waren einfach unnütz. Also sie haben mir nicht geholfen. Sie haben mich nur verwirrt scheinbar. Meine Idee mit den Flügeln war also richtig. Juhu. Ich habe immer noch nicht auf die Flügel geachtet. Egal, jetzt ist es so spät. Okay. So. Okay, diesmal ist es scheinbar ein bisschen schwerer. Warte mal. Die bewegen sich diesmal alle. Okay. Oh, es gibt auch vier Platten, fällt mir gerade auf. Okay, okay, Moment. Die kann man einzeln bewegen. Und diese und die innere, okay. Okay, ich glaube... Ah nein, die innere bewegt sich ja auch mit. Warte, jetzt, ich muss mal kurz überlegen. Die innere... bewegt den hier mit. Und die äußere wird auch von dem bewegt. Die sind da alle drei, hängen die da mit drin. Okay. Oh Gott. Die da vorne waren alle immer so einfach. Und jetzt bin ich gerade verwirrt. Es ist auch schon spät.
3 Stimmen, aber den einen da innen. Ach doch, jetzt hab ich's. Okay, es war mehr Glück als Verstand, aber... Draußen ist es so schön. Wäre ich jetzt nicht schon müde, würde ich jetzt einen Spaziergang machen. Ich weiß nicht, ob ich im Dunkeln rausgehen würde, aber stimmt. Ich mag es auf jeden Fall, dass die Nächte jetzt wieder länger werden, dass es wieder länger hell ist und dass es auch morgens, zu meinem Frühdienst tatsächlich schon, auch wieder hell ist. Das Rätsel war etwas, naja, aber es können ja nicht alle Rätsel in einem Spiel gut sein. Das stimmt natürlich. Schlecht war es jetzt auch nicht. Geschafft. An manchen Tagen fühlt man sich einfach super klug. Jenny studierte die Steinscheiben, die jetzt perfekt ausgerichtet waren. Es ist das Gesicht eines Dachses. Das ist ungewöhnlich. Stimmt, das ist ein Dachs. Es ist hier so dunkel. Hallo, Licht. Irgendetwas sagt mir, dass das kein Grab ist. Tja, und mit diesem spannenden Cliffhanger machen wir einen Cut für heute und machen das nächste Mal weiter. Yippie. Es hat gerade gespeichert. Perfekt. Moment, stopp halt. Es ist nicht mehr hell draußen. Es ist schon... leicht düster. Moment. Ihr habt nichts gesehen. So. Und Goldi sprach, es werde Licht, doch er fand den Schalter nicht. Es werde Nacht, wird es bei mir zumindest. Ich habe nämlich Hunger. Ich muss jetzt nämlich was essen und es ist schon ziemlich spät. Außerdem bin ich ja morgen schon wieder für euch da. Morgen um 11 Uhr spielen wir wieder was. Ich glaube, also... Oh, Goldi ist da. Hallo, Goldi. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Außerdem hat mich das Flausch in Beschlag genommen. Dann musst du das nutzen, Dolo. Dann musst du das Flausch knuddeln. Es gibt keine andere Lösung, als jetzt das Flausch zu knuddeln. Morgen um 11 gibt es noch einen Stream. Da bin ich auch wieder für euch da. Ich habe mich allerdings noch nicht entschieden, was wir machen. Ich weiß nicht, ob ihr eine Präferenz habt, die morgen da sind vielleicht. Die morgen Zeit haben um 11. Also, es wäre eine Möglichkeit, auf jeden Fall Honkai Star Rail zu spielen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich darauf morgen Lust habe. Vielleicht spielen wir auch irgendwas anderes Gemütliches. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Vielleicht spielen wir auch dieses Baphomets Fluch, dieses Point-and-Click-Detektiv-Adventure, das alte. Vielleicht fangen wir auch das an. Ich bin mir noch nicht sicher. Oder vielleicht spielen wir Riven. Riven hatten wir auch noch offen. Das war ja auch noch so ein Rätselgame. Irgendwas Gemütliches. Ich habe auch überlegt, ob ich mir Wildflower kaufen soll, das, wo wir mal die Demo zugekauft haben, dieses Farming-Game. Mit dem Hexenanteil. Jedenfalls, warum gucke ich zur Seite? Was sind meine Augen? Meine Augen, hallo. Augen, was ist mit euch? Okay, ich, Sekunden. Das geht so nicht. Moment. Besser? Nein. Okay, gut. Dann ist das jetzt. Oh, zu Riven wäre ich gerne dabei. Kann aber morgen nicht. Das tut mir leid. Ich weiß es noch nicht. Also irgendwas muss ich ja morgen spielen. Irgendwas möchte ich auch morgen spielen. Aber ich habe mich noch nicht entschieden, was. Wir werden schauen. Ich werde mir was überlegen, worauf wir morgen Lust haben. Und ich werde auch die Leute fragen, die morgen da sind. Vielleicht spielen wir erstmal ein bisschen Honkai und dann noch was anderes. Mal schauen. Oh, aber schön, dass es dir besser geht. Moment. Ah! Bisschen chillen, heute geht es mir schon wieder mental besser. Gestern war eine Katastrophe, oh no. Aber freut mich, dass es dir wieder gut geht, genau, was Wolfi sagt. Ich denke immer, wenn man so ein schönes Wochenende hatte und dann wieder zu Hause ist, dann ist man wahrscheinlich wieder ein bisschen down. Aber ich freue mich, dass es dir wieder besser geht. Außerdem ist es doch schön, also man muss es auch positiv sehen. Es ist doch schön, dass man weiß oder wenn man rausfindet, dass man sich woanders wohlfühlt. Das ist doch immer eine schöne Sache, denke ich. Ich freue mich aber, dass es dir besser geht und du heute ein bisschen chillen konntest. Dankeschön, Ilkuana. Danke, dass du da warst. Ich habe mich gefreut. Danke für den Stream. Viel Spaß morgen früh. Dankeschön. Ja, wir müssen mal noch schauen, was wir morgen machen. Ich überlege es mir noch und vielleicht entscheiden wir es einfach im Stream morgen. Finit hat mir geholfen. Ich werde den Monat auch ein bisschen was anderes machen für meinen Mental Health. Sehr gut. Sehr gut. Das freut mich, Goldi.
immer schön auf dich Acht geben, immer schön auf euch Acht geben. Accessory, schön, dass du noch reinschaust. Es tut mir leid. Ja, für heute leider ja. Aber wir spielen am Donnerstagabend nochmal Jenny LeClue weiter. Mal gucken, ob dann schon das große Finale ist. Ich bin gespannt, aber wahrscheinlich geht das Spiel noch ein bisschen länger. Ich freue mich aber drauf, nochmal weiter zu spielen am Donnerstag. Und für alle, die morgen Zeit haben, die vielleicht krank sind, die vielleicht Urlaub haben, die Homeoffice haben und reinschauen können, morgen um 11 gibt es einen Stream. Was wir machen, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht ein bisschen Honkai spielen, vielleicht auch was anderes. Und ich werde jetzt noch schauen, wer wir noch raiden können, weil ich kriege langsam echt Hunger und muss noch mal eine Kleinigkeit essen und muss tatsächlich auch noch was erledigen. Deswegen, ja, mal sehen, wen wir finden. Wer ist denn so da? Mal schauen. Oh, tatsächlich streamt. Tatsächlich spielt Fidi, also ehemals bekannt als Walross, ist gerade am Streamen. Vielleicht rennen wir da einfach mal rein, oder? Er ist jetzt transformiert. Scheinbar ist eine Hexe bei ihm vorbeigekommen. Ich weiß nicht, was die Story ist, aber er ist jetzt irgendwie vom Walross zur Spinne mutiert. Ich hoffe, ihr habt nichts gegen Spinnen, aber wenn ihr was gegen Spinnen habt, er ist eine ganz süße Spinne, also müsst ihr euch keine Sorgen machen. Er spielt auf jeden Fall gerade Bullet Witch oder Bullet Witch. Deswegen würde ich sagen, da hüpfen wir jetzt mal vorbei. Ja, da waren wir lange nicht mehr, ne? Es lag wahrscheinlich dran, dass er nicht gestreamt hat. aber ich kann auf jeden Fall ihn nur empfehlen, er ist ein sehr lieber. Und wir haben auch schon ein paar Collabs miteinander gehabt, als damals, als er noch ein Walross war. Von daher, lasst ein bisschen Liebe da. Ich finde auch, es ist sehr gemütlich immer bei ihm. Von daher, nehmt den Häschenüberfall, kopiert die Nachricht und entweder mit unseren Emotes oder mit den Standard-Emotes. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr morgen vielleicht um 11 dabei sein könnt. Und ansonsten sehen wir uns am Donnerstag. Freue ich mich auch drauf. Schönen Abend euch allen noch, was Dushi sagt. Und danke, dass ihr dabei wart. Danke für euren Support. Und wir sehen uns. Bye, bye. Bye, bye, ihr Lieben. Nachti, gute Nacht. Schlaft schön. Thank you.